Christina Schirmheilung muss man wollen, die einfachen 4-Schritte-Hinweis. Einiges in diesem Buch ist genauso geschehen und vieles ist unkenntlich gemacht worden. Die beschriebenen Personen, Orte und Begebenheiten wurden verfremdet. Die Inhalte in diesem Buch sind sorgfältig erarbeitet worden. Alle Angaben erfolgen dennoch ohne Gewähr. Die Autorin kann für eventuelle Schäden oder Nachteile, die aus den im Buch gemachten praktischen Hinweisen entstehen, keine Haftung übernehmen. Vorwort: Ich habe weißes Licht gesehen, nicht irgendein weißes Licht, nein, das weiße Licht, von dem alle reden, das Licht aus Licht und Liebe, das Licht aus Lastern Licht leuchten, das Licht am Ende des Tunnels, des letzten Tunnels, der Tunnel, durch den wir angeblich gehen, fliegen, schweben, gesogen werden, wenn wir sterben, das Licht, aus dem wir kommen und zu dem wir zurückkehren, das liebende Licht, dessen Liebe so unfassbar und unermesslich groß ist. Genau dieses Licht habe ich gesehen, natürlich nicht mit meinen Augen gesehen, die waren zu diesem Zeitpunkt geschlossen, ich sah es trotzdem, es hat sich angefühlt, wie nach Hause kommen. An diesem Tag begleitete mich der Hit Coming Home von Skylar Grey, ich hörte und sang ihn ununterbrochen, der Refrain passte perfekt. Wie perfekt? Das wurde mir erst klar, als ich die Lyrics viel später im Internet nachlas. Ich kann es bis heute kaum fassen. Ich, die noch vor einigen Jahren dachte, alle, die von außergewöhnlich erleuchtenden Erfahrungen berichten, hätten zu dicht neben einem Räucherstäbchen gesessen. Hallo? Nee, ist klar. Wieso ich? Ich praktiziere nicht mal Yoga. Damals nicht und heute auch nicht. Ich fluche nach wie vor, wenn mir die Hutschnur reißt, und halte mich im Großen und Ganzen für einen relativ normalen Menschen. Wann das mit dem Licht passiert ist? Bei einer Sitzung mit Energie in einer Praxis, in der definitiv auch Yoga praktiziert wurde. Von vorne, ich werde versuchen, die Ereignisse zu rekonstruieren. Das habe ich schon viele Male getan auf der Suche nach dem Schlüssel, warum ich geheilt wurde. Die Fragen: Wann tritt Heilung ein? Wer wird geheilt? Was ist Heilung eigentlich? Interessieren mich brennend. Falls du es noch nicht weißt, ich arbeite mit Frauen daran, ihren Liebeskummer ein für allemal abzuschütteln. Ich bin Coach gegen Liebeskummer, Spezialgebiete Beziehungsangst, Bindungsangst und Narzissmus. Im Großen und Ganzen bin ich inzwischen darauf spezialisiert, mich gut zu fühlen. Vor einigen Jahren gab es eine längere Phase, in der ich durch miese Gefühle erschreckend krank geworden war. Ich habe mir geschworen, dass sich das nicht wiederholen wird. Als Nebenwirkung dieses Entschlusses bin ich extrem gut darin geworden, schlechte Gefühle zu erkennen und dingfest zu machen. Hingebungsvoll widme ich mich dem Auflösen und Umwandeln von negativen Gefühlsregungen in positive. Das gelingt immer. Warum das so ist, erfährst du in diesem Buch. Das hat mit dem weißen Licht zu tun, was mich in die Knie zwang. Ich arbeitete in einer trendigen Werbeagentur. Nein, keine Namen. Sie können nichts dafür, dass sie in ihrem Orbit leben, wie sie es tun. Jederzeit 110% geben, gerne auch 200%. Höher, schneller, weiter, kreativer. In einer Branche, in der Superlative selbstverständlich sind. Dann kreuzte ich auf, in mir der eiserne Entschluss, mich nie wieder stressen zu lassen. Mein Lieblingssatz: Bin ich Narkosearzt? Sind Menschenleben in Gefahr? Nein, also entspann dich. Es trafen Welten aufeinander. Ich kam dorthin, wie jeder, der in die Hölle kommt. Ich habe meine Seele verkauft, für ein stattliches Sümmchen als Freiberuflerin. Nach einem auskurierten Burnout machte ich mich selbstständig. Ich brauchte zu diesem Zeitpunkt schleunigst Geld und die hatten Geld. Sie waren aufgrund meiner Bewerbung bereit, mich einzustellen, wobei der Einstellungsprozess von Anfang an holperig war. Mein Gefühl hatte mir gesagt, dass hier etwas nicht ganz rund ist. Aber ich habe nicht auf meine Gefühle gehört. Ich habe brav ohne Bezahlung eine umfangreiche Marktanalyse angefertigt. Ich habe folgsam ohne Bezahlung Probe gearbeitet und ich habe gehorsam jede verdammte Minute meines Tages in ein Erfassungstool eingegeben. Nach dem ersten Kaffee hinkte man da mit seiner abrechenbaren Zeit bereits hinterher. Es nistete sich ein Gefühl von Übelkeit in meiner Bauchregion und im Hals ein. Ich ignorierte es, so gut es ging. Mein erster Tag fing damit an, dass die Mitarbeiterinnen, in deren Büro ich sitzen sollte, sich anschrien und um mich prügelten. Erwachsene Frauen waren außer sich und kämpften lautstark um Hilfe. Natürlich saßen die Damen längst nicht mehr souverän am Schreibtisch, sondern standen wild umherfuchtelnd im Raum verteilt. Die Atmosphäre war geladen.
Den Höhepunkt des Spektakels bildete der Heulkrampf einer Senior-Mitarbeiterin. Tief durchatmen. Innerlich schloss ich eine Wette ab. Noch bevor das Jahr um sein würde, würden K3-Mitarbeiter mit einem Burnout ausscheiden. Ich weiß nicht mehr genau, ob es gleich der nächste Tag war oder ob es noch 3 Tage dauerte. Auf jeden Fall hatte morgens ein Kollege einen eingescannten gelben Schein auf dem Bildschirm. Man nennt mich auch den apokalyptischen Reiter. Die Mitarbeiterin würde längerfristig nicht wieder an ihren Schreibtisch zurückkehren. Ein bisschen stolz auf meine Fähigkeit, Stress zu erkennen, wenn ich ihn sehe, war ich schon. Ich ging jeden Morgen in diese Agentur. Leider kann ich nicht auf die Details eingehen, denn ich will niemanden in die Pfanne hauen. Es könnte von der Sache her, ohne Übertreibung, jede 5. Firma in der Stadt sein. Überall, wo Geiz die Personaldecke löchrig werden lässt und Mitarbeiter aus Angst oder einfach, weil sie es nicht anders kennen, diesen Wahnsinn mitmachen, bis es knallt. Morgens war mir bereits auf dem Hinweg schlecht, da ich durch meine umfangreichen Coaching-Ausbildungen diverse Techniken zur emotionalen Selbstregulation kannte, wandte ich meine Lieblingstechnik an, um den Stress halbwegs ertragen zu können. Das sah dann so aus, dass ich mich täglich mindestens einmal auf der Damentoilette einschloss. Ich konzentrierte mich auf das schlechte Gefühl, was sehr leicht ist, wenn man sowieso gerade unter Strom steht, und klopfte, mit vor der Brust überkreuzten Händen, abwechselnd auf meine Oberarme. Für Eingeweihte, ich wandte den Butterfly an. Bei dieser Klopftechnik verstärken sich die negativen Gefühle manchmal, bevor sie beginnen, sich aufzulösen. Das passierte regelmäßig und ich kämpfte mich durch den schönsten Würgereiz kurz vor Mittag kotzen. Ich konnte mich auf diese Weise immer so weit beruhigen, dass nichts eskalierte. Tja, was tut man nicht alles, wenn man das Geld braucht? Der Mensch sucht in der Regel eher Wege, Konflikte besser auszuhalten, als etwas zu ändern. Das ging knapp 2 Monate so. Dann habe ich mich ernsthaft gefragt, was ich gelernt hatte durch mein Burnout. Ich hatte mir geschworen, mich nie wieder schlecht behandeln zu lassen und meinen Wert in Frage zu stellen. Ich wusste, dass Stress regelmäßig missbraucht wird, um sich überlegen zu fühlen, sich abzulenken, sich von irgendetwas zu entziehen, etc. Stress hatte in meinem Leben keinen Platz mehr, schon gar nicht die Nebenwirkungen davon, wie sich untereinander anzubrüllen und sich gegenseitig unter Druck zu setzen. Wir reden von erwachsenen Menschen. Ich wollte auf keinen Fall erneut Sklave meiner Angst werden und an vermeintlicher Sicherheit festhalten. Ich wünschte mir, endlich zur Ruhe zu kommen. Ein Jahr bei hervorragendem Geld, das war ungemein verlockend. Mein Körper sagte, es war zum Kotzen. Es kam der Tag für mein Gespräch beim Chef. Eine Zwischenbilanz ziehen oder aus seiner Perspektive sehen, ob ich mich in harten Zahlen rechnete. Ich erklärte bereits, dass alle Mitarbeiter gehalten waren, ihre Zeiten minutiös zu erfassen. Da saß er hinter seinem schönen, massiven Holzschreibtisch. Er war mit dem Kopf auf einer Linie mit den unordentlichen Papierstapeln, die auf der Tischplatte reichlich Platz hatten. Er wirkte nicht wirklich wie ein schlechter Mensch, wie er da so schräg gegenüber der Tür saß mit dem Rücken zur Wand, den Blick auf seinen Monitor gerichtet. Vis-à-vis die milchigen, vom Regen verschlierten Glastüren mit dem Garten dahinter, zwischen ihm und den Türen im Raum Papierstapel und Türme aus Posterrollen, Equipment, Büchern, Körben und Einfachzeug. Der Raum quoll über mit Stapeln und Haufen. Staub lag so dick, dass jede Bewegung eine Spur zog. Ich weiß nicht, wie man so etwas nicht sehen kann. Ich sah es und es bestärkte mich in meinem Entschluss. An diesem Ort war keine Spur Liebe zu sehen, die man daran erkennt, dass Gegenstände gepflegt werden. In diesem Büro, in dieser Agentur war keine Zeit für Liebe. Alles war Mittel zum Zweck. So bin ich nicht und deshalb, um es frei nach Eckart von Hirschhausen zu sagen, ich bin ein Pinguin, ich gehöre nicht in die Wüste. Dem Chef gegenüber habe ich es dann anders formuliert. Er blickte auf seinen Monitor, als ob er sich die Zahlen noch einmal vergegenwärtigen wollte, holte Luft, für sein betriebswirtschaftlich vernichtendes Urteil und legte los. Bei mir kam davon nur ein Bruchteil an. Er erzählte irgendwas von "Ich mag dich, du könntest bestimmt ganz toll eigene Kunden betreuen, aber du rechnest dich nicht." Ich spürte kurz den Reflex, mich zu rechtfertigen. Ich fand das, was er sagte, ungerecht. Ich wusste aber zugleich,
dass der Reflex zu widersprechen und an dem Job festzuhalten ein Muster war, von dem ich endlich frei sein wollte. Deshalb rief ich mir blitzartig ins Gedächtnis, wofür ich stand und wie ich mich fühlen wollte. In Nanosekunden ergab der Abgleich, dass es mit dieser Agentur und den Mitarbeitern keine Passung gab. Ich war mit einem Schlag wieder klar. Mit dieser Klarheit durchflutete mich ein Selbstbewusstsein, wie ich es in dieser Tiefe, bis dahin selten gespürt hatte. Er guckte mich wartend an, na klar, er war gespannt, was ich sagen würde. Ich antwortete, unter diesen Bedingungen kann ich nicht die Leistung bringen, die ich von mir gewohnt bin, Stille. Plötzlich entspannte er sich, ich entspannte mich auch. Es folgte ein außerordentlich nettes Gespräch. Wir plauderten anderthalb Stunden über alte Zeiten und er bat mich um Tipps und wollte meine Meinung zu der aktuellen Situation in der Agentur hören. Für meine Ehrlichkeit bekannt, sagte ich ihm, dass eine Mitarbeiterin bereits mit Glasrein und Küchenrolle bewaffnet ihr Bürofenster geputzt hatte. Ich erklärte ihm, dass das Chaos in der Agentur den Mitarbeitern gegenüber keine Wertschätzung zeigte. Mein Blick fiel auf den Haufen in der Ecke neben der Glastür zum Garten und ich sagte, du könntest hier mal wieder aufräumen. Daraufhin fing er an, sich zu rechtfertigen, wie er das schon lange vorgehabt hatte etc. Die Wendung des Gesprächs war ein Wunder. Ein Wunder, das möglich wurde, weil ich zu mir stand. Ich war integer geblieben und hatte losgelassen. Und das, obwohl ich nicht wusste, wie es weitergehen sollte. Ich hatte genug Geld auf dem Konto, um meine Kosten 2 Monate zu decken. Ich fühlte mich großartig, großartig, stolz und frei. Auf dem Weg nach Hause war ich so euphorisch, dass ich prompt 3-mal in der falschen S-Bahn landete. Da ich mich frei fühlte, konnte ich darüber lachen und fand es einen angemessenen Abschluss. Kurz darauf fuhren meine Eltern für 3 Wochen in den Urlaub. Ich blieb mit meinem Kater zu Hause. Einsam fühlte ich mich dennoch nicht, denn gleich um die Ecke wohnte meine zauberhafte Freundin, leider auch hier wieder keine Namen, aber ich kann zumindest verraten, dass sie ein bisschen jünger ist als ich und wir in vielen Dingen ticken, wie Seelenverwandte. So war ich ohne Job und ohne Plan allein zu Hause. In meinem Wohnzimmer türmte sich in der Mitte auf dem Boden ein Berg Papierkram garniert mit Zettelchen und Flyern. So eine Altbauwohnung hat großzügig geschnittene Zimmer, so war dieser Haufen auch eher, sagen wir großzügig. Es waren noch ein Gutteil Altlasten aus der Zeit meines Burnouts. Dieser Haufen lag da schon geschlagene 2 Wochen. Mein Kater hatte entdeckt, dass er sich dort schräg anlehnen konnte, um ganz bequem fernzusehen. Ich habe es ihm gegönnt, aber der Haufen musste weg. Weißt du, wie das ist, wenn man etwas tun müsste oder sollte? Man hat es jeden Tag vor Augen und man tut es einfach nicht. Es ist zum Mäusemelken. Ich wusste, dass blinder Aktionismus mir definitiv keinen qualitativ hochwertigen neuen Job bescheren würde. Ich beschloss, erstmal innerlich aufzuräumen. Ich wollte ein paar Tage nach dem Stress in der Werbeagentur nichts unternehmen, nur mich sammeln. Als ich dann soweit war, habe ich mich auf eine Anzeige aus der U-Bahn beworben, die in den Waggons oben quer kleben. Man starrt während der Fahrt die ganze Zeit drauf. Wir suchen Promotoren überdurchschnittlich gut bezahlt, flexible Zeiteinteilung etc. Es klang ausgesprochen verlockend. Ich habe als Studentin jahrelang erfolgreich und mit viel Spaß an der Sache Promotion gemacht. Zeitweise dirigierte ich bis zu 400 Promoter am Wochenende durch die Stadt. Mehr als eine Person hat mir im Laufe meines Lebens enormes Vertriebstalent bescheinigt und versucht, mich anzuwerben. Bevor mein Geld aufgebraucht war, dachte ich mir, einen Versuch ist es wert. Um eingestellt zu werden, war eine ganzstägige unbezahlte Schulung Pflicht. Sie fand am Samstag, in einem dreckigen Teil von Kreuzberg statt. Meine Alarmglocken schrillten, ich ignorierte sie, ich brauchte das Geld. Die Teilnehmer waren ganz nett, Studenten und ewige Studenten, ich fiel nicht weiter auf. Dann ging der Drill los. Gehirnwäsche wäre dagegen harmlos gewesen. Es war eine, als Promotorjob getarnte Akquisetätigkeit, zum Spenden sammeln. Das Gesprächsskript konnte sich sehen lassen. Wenn es eine wirksame Manipulationstechnik gab, kam sie in diesem Skript vor. Auf eine perverse Art war ich beeindruckt. Aber die beiden Teamleiter, die uns das Ganze mit größtem Elan einhämmerten, schienen entweder nicht zu kapieren, was sie da taten, oder es war ihnen egal, weil sie endlich etwas hatten, womit sie erfolgreich waren. Wir reden hier von Spendensammeln und die machten den reinsten Drill daraus.
systematisch Passanten auf der Straße vom Nachdenken abzuhalten und größtmögliche Geldbeträge per Dauerauftrag einzusacken, war das Ziel. Für mich kein Problem, ich kannte die Methoden. Sie riefen mich zwischendrin zum Einzelgespräch und wollten mich sofort zur TM-Leiterin befördern. Ich habe abgelehnt. Na super. Da saß ich also abends alleine zu Hause, der Kater dösend an den Papierhaufen gelehnt, mein Schädel brummte und das, obwohl ich kein Kopfschmerztyp bin. Ich hatte wirklich einen fiesen Druck im Kopf. Von morgens bis abends eine hässliche Umgebung, manipulative Menschen und nichts erreicht. Fantastisch. Aber ich war mir wieder selbst treu geblieben und es fühlte sich trotz allem sehr richtig an. Freunde der Nacht, ihr da oben. Am Sonntag stand ich in aller Frühe auf, schlumpste gemütlich rum und trank meinen Milchkaffee. Es war noch sehr still im Haus und auf der Straße. Ich erinnere mich, dass ich nachdenklich durch meine Wohnung wanderte und im Türrahmen vom Flur zum Wohnzimmer stehen blieb. Mein Blick fiel auf den mahnenden Haufen Papiere. In mir stieg Wut hoch. Ich war so wütend. Ich hatte in den letzten Jahren alles getan. Ich hatte meinen sicheren und sehr gut bezahlten Job in der Industrie aufgegeben. Ich hatte das Burnout, was ich mir dort geholt hatte und was sich mit Hilfe von Liebeskummer ganz wunderbar entwickeln konnte, ein Jahr lang auskuriert. Ich hatte auf meine Coaching-Ausbildung zum integralen Life- und Business-Coach noch eine Ausbildung zum Wing Wave Copyright-Coach draufgesattelt. Ich hatte viel Geld ausgegeben und viel Zeit geopfert, um mich von meinen Mustern zu befreien. Ich hatte mich darauf besonnen, was ich von Herzen am liebsten tue und wofür ich stehe. Ich hatte meine Selbstständigkeit aufgebaut und nebenbei gejobbt. Das musste doch endlich mal Früchte tragen, verdammte Axt. Immer wieder kam der Geschäftsaufbau ins Stocken. Jedes Mal, wenn ich die Selbstständigkeit hinschmeißen wollte, meldete sich eine Klientin, ich bekam einen Artikel in einer Zeitung oder ein Radiointerview. Krümelchen, die Hoffnung machten und dann, wieder nichts Richtiges. Es war, zum Verrücktwerden. Was sollte ich noch tun? Ich hatte doch alles getan. Ich hatte meine Glaubenssätze aufgeräumt, Frieden mit meiner Kindheit geschlossen, mich beim Coaching vom Anti-Stress-Coach zum Liebeskummer-Coach bekannt. Ich hatte aufgegeben, mich in der Businesswelt profilieren zu wollen. Zählte das denn gar nicht? Es war einfach nicht fair. Zu allem Überfluss war ich nach wie vor auf finanzielle Unterstützung von meinen Eltern angewiesen. Sich helfen lassen, das hatte ich inzwischen gelernt, aber dass meine Eltern meinetwegen immer noch auf Dinge verzichten mussten, um mich zu unterstützen, sie taten es zwar freiwillig, aber ich wollte plötzlich mit aller Macht, dass meine Eltern sich keine Sorgen mehr um mich machen mussten, weder um meine Gesundheit noch um meine Miete. Ich wollte keine Last mehr sein. Meine Eltern sollten unbeschwert ihr Leben genießen können, sie hatten es mehr als verdient. Genug war genug. Ich stand mitten im Zimmer neben dem Haufen, schnaubte wütend, dachte kurz an meine tote Oma und daran, dass sie immer gebetet und irgendwie an Gott geglaubt hatte, rollte die Augen zum Himmel und legte los, Freunde der Nacht, ihr da oben, entweder ich kriege jetzt den nächsten Level und es ist das, was ich tun soll oder trete die ganze Scheiße in die Tonne. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, als wenn sich eine unsichtbare Druckwelle ausbreitete, wie in Actionfilmen, wenn eine Explosion stattfindet. Mein Blick fiel auf einen Flyer, der am hinteren Rand von diesem unsäglichen Papierhaufen lag. Ich hatte über die Jahre regelmäßig aus Bioläden etc. Flyer mitgenommen, um zu sehen, wie andere das machten und was angeboten wurde. Unter anderem einen Flyer in DIN A5-Format zum Aufklappen. Vorne drauf ein kitschiges esoterisches Bild, was irgendwie nach Himmel, Energie und Licht aussah. Dieser Flyer zog mich magisch an, als mein Verstand registrierte, dass es sich um einen Flyer für Energieheilung durch eine Art Rückverbindung zu allem was ist handelte, ging ein innerer Kampf los. Ich setzte mich mitten in das Chaos und nahm den Flyer in die Hand. Den Flyer habe ich bis heute aufgehoben. Die Sätze, die dort standen, klangen so absurd. Ich weiß bis heute nicht, warum ich weitergelesen habe und wie ich aus diesem kitschigen, super esoterischen Flyer herauslesen konnte, dass sich dort die Lösung meines Problems und die Antwort auf mein gefluchtes Gebet verbergen sollten. Dazu kamen noch ein paar Erklärungen zu neuartigen Energien und Licht. Da ich mich bisher nicht mit Energieheilung befasst hatte, konnte ich den Wert und den Wahrheitsgehalt dieser Aussagen nicht einordnen. Ich nehme an,
dass ich auf die Worte Rückverbindung und Quelle von allem, was ist, angesprungen bin. Rückverbindung hörte sich ziemlich gut an. Wir kennen alle die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies oder dem Fall aus der Einheit in die Welt der Dualität. In diesem Punkt sind sich anscheinend alle Religionen und Lehren einig. Am Anfang war alles eins und damit paradiesisch. Daraufhin passierte etwas, was uns trennte. Von da an waren wir irgendwie abgetrennt oder abgespalten und die menschliche Existenz wurde furchtbar. Seitdem versucht der Mensch, zurück zu dem paradiesischen Zustand zu finden. Und das mit vielfältigen Methoden, wie das Internet zeigt. Viele der Methoden wollen einen irgendwie wieder an etwas anbinden, zurückverbinden, energetisch heilen, das Licht stärken und uns eins werden lassen. Da scheint es eine weitgehende Übereinstimmung zu geben, dass das ein Weg sein könnte. Aber leis weiter. Da saß ich und war hin und her gerissen. Mein Verstand erklärte mich für völlig verzweifelt und irre, nach solch einem absurden Strohhalm zu greifen. Mein Bauch dagegen sagte mir, hast du oder hast du nicht mit den Augen zum Himmel gerollt und um Hilfe gebeten? Jetzt hältst du die Antwort in deinen Händen, aber sie gefällt dir nicht, weil du sie nicht verstehst und du sie zu esoterisch findest. Arg, es war furchtbar. Ich wehrte mich mit Händen und Füßen gegen die Möglichkeit, dass ich so verzweifelt war und wirklich daran glauben könnte, dass eine neuartige Energie und Verbindung mit der Quelle von allem, was ist, tatsächlich meine handfesten Probleme lösen sollte. Außerdem war der Spaß nicht gerade billig. In Summe würde mich dieses Experiment um k500 € erleichtern, die ich eigentlich nicht hatte. Deshalb war ich ja so am Ende. Was macht der moderne Mensch in solchen Fällen? Er googelt. Das habe ich dann auch den Rest des Tages getan. Als Kind habe ich mit meiner Familie einige Zeit in Kanada gelebt. Ich bin quasi zweisprachig. Was die Coaching- und spirituelle Szene angeht, habe ich gelernt, dass Deutschland dem englischsprachigen Teil der Welt um Jahre hinterherhinkt. Ich suche im Internet größtenteils zuerst auf Englisch. Ich wurde nicht enttäuscht. Ich war komplett fasziniert. Eine wahre Flut an Testimonials, die von fantastischen Heilungen berichteten. Während der Energieübertragung kam es zu den unterschiedlichsten Wahrnehmungen von Druck am Kopf über Kribbeln in den Händen. Es wurde von Kälte im Körper und viele mehr berichtet. Aber alle fühlten sich gut und fast jeder berichtete, wie sich das Leben danach verändert hatte. Sie berichteten von Problemen, die sich auflösten, von Familienkonflikten, die auf wundersame Weise nach Jahren beigelegt wurden, von unerwarteter Hilfe zur rechten Zeit. Je mehr ich las, umso mehr suchte ich auch kritische Stimmen. Denn oft findet man nur das, was man sucht. Ich fand damals zwei in einem Esoterikforum, die zwar spekulierten, aber keine persönliche Erfahrung mit der Methode gemacht hatten. Wenn du jetzt denkst, dass dieses Buch sich ausschließlich mit so einer wahnsinnig tollen neuen Methode beschäftigen wird, um sie hintenrum zu vermarkten, keine Sorge, du bekommst 4 Methoden unabhängige Schritte, aber dieses Erlebnis hat meine Entwicklung auf eine neue Ebene gehoben und mir Einblicke in eine Dimension gewährt, die ich unbedingt teilen muss. Wie am Anfang gesagt, ich habe weißes Licht gesehen. Mein größter Wunsch ist es, dass auch du deinen Weg zu diesem Licht und damit zur Heilung findest. Zurück zu meiner Recherche. Nachdem ich viele der wundersamen Berichte gelesen hatte und ich mir wiederholt dachte, Christina, auf die Nummer kriegst du einen gelben Schein. Wie willst du deinen Eltern erklären, dass du 500 € von deinem letzten Geld für eine, in keinerlei Hinsicht bewiesene, Verbindung an eine ebenfalls nicht bewiesene Quelle ausgegeben hast, die alle Probleme im Innen und Außen auflösen soll? Mein Bauch sagte jedoch weiterhin, dass mir der Flyer als Antwort geschickt wurde. Ich hatte nichts mehr zu verlieren, ob ich eine Woche früher oder später pleite war, spielte auch keine Rolle mehr. Außerdem kennen meine Eltern mich, sie wissen, dass ich neugierig, wissensdurstig und ungeduldig bin. Wenn eine Methode in irgendeiner Form eine Verbesserung verspricht, will ich sie schnellstens ausprobieren. So sind Coaches eben. Mit dieser Rechtfertigung ging es mir sofort viel besser. Ich habe daraufhin versucht, die Dame anzurufen, von der Flyer stammte. Am Sonntag war sie leider nicht erreichbar. Oh, welche Qual, bis Montag warten zu müssen, für mich die reinste Hölle. Am liebsten hätte ich noch am gleichen Tag einen Termin gehabt, schon um es mir nicht noch einmal zu überlegen. Lebte Leitschein. Endlich war es soweit. Morgens um 10 Uhr sollte ich dort sein. Bis dahin war mir nicht klar,
dass ich mich für den Rest meines Lebens an diesen Tag erinnern würde. Bis jetzt hatte ich keiner Menschenseele von meinem Vorhaben erzählt und ich bin wahrlich ein mitteilungsbedürftiger Mensch, vor allem, wenn es um interessante Entdeckungen geht. Aber das hier war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu abgehoben und peinlich. Ich, die für alles eine Erklärung suchte. Ich, die beim ersten Versuch vor ein paar Jahren, ein Buch zu schreiben, tagelang damit gerungen hatte, nicht jeden Satz mit einer Fußnote zu belegen. Ich war bekannt dafür, den Dingen auf den Grund zu gehen. Bei der Nennung von Studienergebnissen in Büchern oder Artikeln, recherchierte ich regelmäßig die Originalstudien auf den Seiten der Universitäten. Ich brauchte Beweise, um eine Behauptung glauben zu können. Nun glaubte ich daran, dass mir Energie übertragen werden konnte, die mich heil werden lassen sollte. Dafür konnte es keinen Beweis geben. Das war schlicht und einfach eine Behauptung. Davon abgesehen konnte ich nicht definitiv sagen, was kaputt sein sollte. Wenn es im Leben nicht so läuft, wie man sich das wünscht, ist dann etwas kaputt. Nach wessen Maßstab? Dennoch trabte ich quietschvergnügt pünktlich um 9 Uhr morgens mit meinem Geld in der Tasche aus dem Haus, um mich von meinen irdischen Problemen befreien zu lassen. An dieser Stelle muss ich eine Information nachschieben. Ich hatte bereits vor einigen Jahren bei einer jungen Frau in Schöneberg, in einer alternativ wirkenden Praxis im Hinterhof eines schönen Altbaus, eine solche Energieübertragung erhalten. Mein Termin war damals abends und das Licht draußen, wie auch drinnen, war sehr gedämpft. Im Allgemeinen war alles dort gedämpft, die Farben waren in neutralen Erdtönen gehalten, es gab Vorhänge und es war sehr still. Fast mittig im Raum stand eine Massageliege. Ich weiß noch, dass wir uns vor der Behandlung an der Seite in zwei Korbsesseln gegenüber saßen und miteinander sprachen. Trotzdem habe ich vergessen, ob die Dame mir die Tragweite dessen, was wir da machten und die möglichen Folgen erklärt hatte. Es kann aber auch sein, dass ich damals nicht aufmerksam hingehört hatte, weil es mich schlichtweg nicht interessierte. Ich wollte Ergebnisse und mehr nicht. Ich glaube, ich hatte mich nicht ernsthaft darauf eingelassen. Soweit ich mich erinnern kann, passierte damals, während ich bei ihr auf der Massageliege lag und auch danach, gar nichts. Absolut nichts. Ich hatte nichts gefühlt und könnte nicht sagen, dass sich mein Leben danach wahrnehmbar verbessert hätte. Im Gegenteil, es ging mit meinem für gewöhnlich von Sonnenschein und Glück durchfluteten Leben rasant bergab. Beziehungstechnisch lag nach großen Hoffnungen plötzlich alles in Schutt und Asche. Mein Job wurde zeitgleich aus diversen Gründen zur Hölle und ich fand mich regelmäßig heulend im nahegelegenen Park wieder. An 2 von 3 wichtigen Fronten in meinem Leben herrschte das absolute Chaos. Immerhin war in meiner Familie alles in Ordnung. Ich habe damals nicht weiter darüber nachgedacht und keinen Zusammenhang hergestellt, wenn es denn einen gab, aber dazu später mehr. Ich verließ also rechtzeitig das Haus, um gemütlich zum Termin zu fahren und genügend Zeit für die Parkplatzsuche zu haben. In der Gegend, wo ich hin wollte, waren Parkplätze rar. Die Sonne schien auf dem Weg und ich sang ständig "I'm coming home, coming home, tell the world that I'm coming home." Ich singe nicht gut, aber lautes Mitsingen im Auto hat bei mir echten Unterhaltungswert. So summte ich also vor mich hin und fand die Praxis sofort. Ein Altbau mit einem schönen, lichtdurchfluteten Eingangsbereich. Ich nahm die geschwungene Treppe nach oben. Dort angekommen klingelte ich an der Praxistür und eine sympathische Dame öffnete mir lächelnd die dicke Holztür. Sie wirkte auf mich absolut normal und ich war froh, dass ich nicht bei einer durchgeknallten Esotante gelandet war. Wobei ich ehrlich gesagt nicht mal wusste, woran ich das genau festmachen würde. Wahrscheinlich tue ich damit einigen Leuten grobes Unrecht, aber jeder kriegt anscheinend das, wofür er bereit ist und was er mit seinem Weltbild halbwegs vereinbaren kann. Bei mir war das zu diesem Zeitpunkt noch eher bodenständig. Die Praxis war liebevoll eingerichtet mit ausdrucksstarken Farben, Teppichen und feinen Details. Ich fühlte mich sofort wohl und hatte ein gutes Gefühl bei der Sache. Die Dame bat mich, meine Schuhe auszuziehen und ihr einen Flur entlang, nach hinten zu folgen. Dort ging rechts eine große Tür in einen kuschelig eingerichteten Raum ab. In dem Raum standen eine Liege, 2 Sessel und ein Tisch. Wir setzten uns und redeten erst einmal. Ich war neugierig, wie sie zu der Energiearbeit gekommen war, denn sie wirkte wie gesagt, absolut normal und ich rang latent immer noch damit, jetzt langsam überzuschnappen. Sie hatte definitiv einen bodenständigen und erfolgreichen Werdegang hinter sich. So entspannte ich mich in dem Gefühl,
dass sie mich nicht für irre hielt und selbst vorher nie gedacht hätte, dass sie so etwas einmal anbieten würde. Ich unterschrieb noch den üblichen Aufklärungsbogen, in dem mir erklärt wurde, dass ich für meine Gesundheit selbst verantwortlich war, mir keine Heilung versprochen wurde und so weiter, Formalitäten halt. Der Termin war einer von mehreren, wo bestimmte Energiepunkte an meinem Körper aktiviert werden sollten. Von diesem Vorgang erhoffte ich mehr Unterstützung von einer überirdischen Macht, von mir aus auch Gott oder dem Universum, mich auf den Weg meines Herzens zu bringen. Frei nach dem Motto, Do what you love and the money will follow. Ich hoffte zwar, dass ich mich mit meinem Coaching gegen Liebeskummer bereits auf diesem befand und betete ihn ständig, dass ich dadurch den nächsten Level, wie ich es nannte, erreichen würde. Den Zustand also, in dem endlich alles flutschen und Früchte tragen würde, nach den vielen Jahren Ausbildung und harter Arbeit an mir, meinen Mustern und an meinem Business. Ja, ich hatte neben dem Wunsch, meinen echten Sinn und Weg im Leben zu finden, den schrecklich banalen Wunsch nach mehr Geld und finanzieller Sicherheit. Dann ging es endlich los, ich bezahlte und kletterte auf die Liege. Ich legte mich in meinen Sachen auf den Rücken, die Arme entspannt jeweils rechts und links neben meinem Körper, die Beine locker ausgestreckt und schloss die Augen. Ich war unheimlich gespannt und ein bisschen aufgeregt, was jetzt passieren würde. Die Dame traf noch ein paar kurze Vorbereitungen, kurz darauf fing sie an. Ich wusste nicht, was sie genau tat, ich hatte die Augen geschlossen. Ich spürte auf einmal einen starken Druck an beiden Schläfen und war kurz davor zu protestieren, aber es war nicht schmerzhaft und schon gar nicht bedrohlich. Dann passierte es, in meinen Augen irgendwo in mir hinter meinen geschlossenen Augenlidern wurde es gleißend hell. Es blendete mich aber nicht und ich summte im Kopf wieder im Coming Home, Coming Home, Tell the World tat im Coming Home. Es war fantastisch, aber leider nach wenigen Sekunden auch schon wieder vorbei. Eine Zeit lang dachte ich läge alleine im Raum. Ich hörte überhaupt nichts, kein Atmen, keine Bewegungen oder Schritte. Aber ich wollte die Augen nicht öffnen, um nichts zu verpassen. Nach einer Weile spürte ich vom Kopf her eine mächtige Hitzewelle durch meinen Körper nach unten laufen und direkt im Anschluss eine Kältewelle von meinen Füßen hoch zu meinem Kopf. Dabei hatte ich den Gedanken, so kann man sich irren, so kann man sich irren, und musste furchtbar lachen. Ich hatte das Gefühl, das ist es, was ich gesucht habe, ich bin endlich zu Hause. Das alles dauerte nur wenige Sekunden, dann war wieder Ruhe. Ich lag da und nach einer gefühlten Ewigkeit war die heutige Sitzung abgeschlossen. Ich kletterte von der Liege herunter und wir besprachen, was ich erlebt hatte. Das war es auch schon. Ich wurde zurück nach vorne begleitet und an der Tür verabschiedet. Ich nahm wieder die Treppe nach unten und ging zum U-Bahnhof, denn ich war um 13 Uhr in der Stadt mit einer guten Freundin zum Lunch verabredet. Auf dem Rückweg würde ich das Auto wieder mitnehmen. So wirklich anders fühlte ich mich ehrlich gesagt nicht. Ich war zwar tief beeindruckt von dem Licht, der Kälte und Hitze, aber wie sich das genau in der Praxis auswirken würde, erschloss sich mir im Augenblick nicht. Bis jetzt war alles wie immer. Es gab keinen Knall, der eine wahnsinnige Veränderung eingeleitet hätte und ein bisschen zweifelte ich an dem Ganzen. Leider konnte ich mit niemandem darüber sprechen, denn zu der Sache mit dem Peinlichkeitsfaktor kam, dass ich unbedingt testen wollte, ob meiner Umgebung etwas auffiel und das geht nur, wenn die nichts davon wissen. Ich fuhr mit der U-Bahn und war pünktlich im verabredeten Restaurant. Es war brechend voll mit Anzugträgern und sämtlichen anderen Menschen, die um die Zeit Hunger bekamen. Meine Freundin, nennen wir sie Caro, eine Ausgeburt an Schönheit, Freundlichkeit und Zuverlässigkeit kam prompt und wir ließen uns einen Tisch zuweisen. Leider kann ich hier nicht mehr über Caro verraten. Wir kannten uns schon viele Jahre. Sie wusste als eine der ersten damals, dass ich eine Coaching-Ausbildung machen wollte, und verfolgte meinen Werdegang interessiert immer am Rande ein bisschen mit. Sie glaubte an mich. Als sie mich fragte, seufzte ich nur, ach, Caro, was soll ich sagen, irgendwie läuft es gerade gar nicht. Ich weiß nicht, wo ich mein nächstes Geld herbekommen soll. Sie hörte mir zu und ihre Augen leuchteten verschmitzt, lange Rede kurzer Sinn. Ich hatte innerhalb von 3 Stunden, nachdem ich von der Liege aufgestanden war, einen sehr gut bezahlten Job in der Innenstadt mit super nettem Arbeitsklima, sehr stylischem Büro und annehmbarer Bezahlung. Den richtigen Vertrag hatte ich nach Erledigung sämtlicher Formalitäten inklusive eines offiziellen Bewerbungsgesprächs innerhalb der folgenden Woche in der Tasche.
Es war zwar nur für ein paar Monate, aber ich war erst einmal aus dem Schneider. Es war ein Wunder. Plötzlich innerhalb weniger Stunden lief alles so flüssig, alles griff ineinander, das Timing war perfekt und die beteiligten Leute harmonierten so, dass der Prozess eine Leichtigkeit und Geschwindigkeit entfaltete, wie ich es lange nicht mehr erlebt hatte. Ich war unheimlich erleichtert. Das war ja gerade nochmal gut gegangen. So konnte ich dann, als ich mit meiner Mom im Urlaub telefonierte, auch die guten Neuigkeiten erzählen. Von dem Energiezeugs erzählte ich aber immer noch nichts, obwohl ich fast platzte. Zu Hause angekommen stellte ich mich sogleich vor meinen, mit einer sehr hellen Halogenlampe beleuchteten Badezimmerspiegel. Ich wollte ausprobieren, wie das Licht durch geschlossene Augen wirkte. Mein Verstand untersuchte die Möglichkeit, dass ich auf einen billigen Trick hereingefallen war. Zu meiner Zufriedenheit sah das, wie immer rötlich aus und war nichts im Vergleich zu dem, was sich auf der Liege abgespielt hatte. Als ich nachts alleine im Dunkeln in meinem Bett lag, war ich total aufgedreht. Ich kam gar nicht zur Ruhe und wälzte mich stundenlang umher. Ich hatte die verrücktesten Gedanken und auch Angst. Ich meine, wenn eine Energie so stark ist, dass ich davon weißes Licht so hell wie ein Blitz sehe, dann könnte es doch auch sein, dass mir eine Sicherung im Oberstübchen durchbrennt. Und niemand weiß, was ich gemacht habe. Was ist, wenn etwas Schreckliches mit mir passiert, während ich schlafe? Oh je, worauf habe ich mich da nur eingelassen? Ich stieg wieder aus dem Bett und googelte, wie andere ihre Nacht zwischen den Terminen erlebt hatten. Siehe da, ich war nicht die Einzige, die schlecht schlafen konnte. Einige berichteten zusätzlich davon, dass es am ganzen Körper kribbelte, das hatte ich nicht. Das beruhigte mich so weit, dass ich den Rest der Nacht halbwegs gut überstand und zumindest keine Panik mehr hatte. Endlich war es morgens. Der nächste Termin verlief im Großen und Ganzen wie der am Vortag. Inzwischen war ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich weitere Termine hinterher schieben würde. Immerhin, da der erste Tag mit dem Jobangebot schon so gut gelaufen war, wollte ich keinesfalls riskieren, nicht alles zu bekommen, was an Verbesserung möglich war. Was das Geld angeht, so war ich schon immer eher die weniger sparsame in diesen entwicklungsfördernden Dingen. Das war also mein erster, bewusster, Ausflug in die Welt der Energiearbeit oder auch Energieheilung genannt. Bisher war mir diese Welt verschlossen geblieben und mit einem Mal wurde eine Tür aufgestoßen und ich geradezu hineingeschubst in diese Erfahrung. Mein bisheriges Weltbild war praktisch und kopflastig geprägt. Das Konzept von Energie, Schwingung und Austausch von Informationen über die materielle Begrenzung des Körpers hinaus, war mir fremd und musste erst einmal verdaut werden. Zudem schien ich entweder zu grob strukturiert zu sein oder noch keine Antennen für diese neue Ebene zu haben. Es war so, dass ich während der weiteren Termine jeweils nichts spürte. Gar nichts. Da haben andere deutlich mehr zu berichten. Aber spüren oder nicht, sagt nichts über das aus, was passiert. Es gibt hierbei nichts, womit man eine Aussage darüber treffen könnte, ob die Person auf der Liege eine Heilung empfangen hat oder nicht und auch nicht darüber, wie oder was geheilt wurde. Ich persönlich finde das sehr angenehm. So kann ich heute, wenn ich mit jemandem arbeite, nie von meinem Gefühl während der Sitzung darauf schließen, was beim anderen passiert. Ich brauche zudem vorher nicht wissen, was denjenigen veranlasst, zu kommen. Die Quintessenz, die ich bis jetzt bei allen Methoden erlebt habe, ist, jeder bekommt das, was er braucht, auch wenn das manchmal deutlich von dem abweichen kann, was man dachte, was man bräuchte oder was man sich wünschte. Vor allem übertrifft es oft das, was man überhaupt für möglich hielt. Aber es ist immer gut. Nun war ich aber gespannt, wie sich die Sache weiterentwickeln würde. Ich bin leer. In der Nacht nach dem letzten Termin schlief ich, wie ein Stein. Ich hatte das Gefühl, dass mein ausgelaugter Körper alles an Schlaf und Kraft nachtankte, was ich ihm in den letzten Jahren vorenthalten hatte. Ich hatte mich seit meinem Studium ständig getrieben. Ich hatte Pläne und wollte alles in kürzester Zeit durchziehen. Nur leider lief das nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte, weshalb ich schließlich dort landete, wo ich war, am Boden. Jetzt tankte mein Körper endlich auf. Ungefähr 2 Wochen lang hatte ich ein unglaubliches Schlafpensum. Am Wochenende ging ich frühzeitig ins Bett und stand am nächsten Tag erst nachmittags auf. Das hatte ich seit meiner Jugend nicht mehr getan. Zwischenzeitlich war ich endlich innerlich vollständig ruhig geworden.
Die Energie musste sich wohl erst einmal setzen. Ich war so ruhig, dass ich mir eines Morgens sogar an den Kopf fasste und versuchte zu denken. Mein Kopf war tagelang völlig leer. Ich wusste zwar, dass ich noch vor ein paar Tagen echte Existenzangst hatte und mir über tausend Dinge Sorgen gemacht hatte, aber es war mir partout nicht möglich, auch nur einen dieser Gedanken wieder aufzurufen. Ich konnte nicht denken. Ich lief komplett auf Autopilot. Unterwegs bemerkte ich immer wieder, wie ich von meinem Weg abbog und zum Beispiel im Backshop im Bahnhof landete, um Brot zu kaufen, oder ich ging, wie ferngesteuert, in den Katzenfutterladen und kaufte für meinen Kater ein. Ich machte keine Zettel, ich machte keine Pläne, konnte ich ja gar nicht bei dem leeren Kopf, aber alles funktionierte reibungslos. Ich hatte reichlich Vorräte im Haus, was vorher auch nicht immer der Fall war. Ich hatte innerhalb von einem Tag meinen gesamten Papierhaufen im Wohnzimmer sortiert und säckeweise weggeschmissen, was weg konnte. Es war mir ein Rätsel, warum das vorher ein Problem war. Es ging so leicht von der Hand. Es kostete mich überhaupt keine Kraft. Ich hatte auf einmal auch richtig Lust, meinen Balkon endlich innen weiß zu streichen und Balkonrasen auszulegen. Ich wohnte nun bereits seit knapp 6 Jahren in dieser Wohnung und Balkon hübsch machen war bisher immer eine meiner ersten Amtshandlungen in den anderen Wohnungen gewesen, aber hier war ich nie richtig eingezogen. Im Wohnzimmer hing noch die nackte Glühlampe von der Renovierung an der Decke, und nun schnappte ich mir meine Freundin, die mehr als begeistert war, mich in den Baumarkt zu begleiten. Das war dann auch der Moment, wo ich ihr erzählte, was ich gemacht hatte, Energieheilung. Sie reagierte nicht so geschockt, wie ich erwartet hatte. In meiner Wohnung ging es also rund. Ich machte Ordnung, ich sortierte aus, putzte, wir besuchten diverse Möbelhäuser zu ihrer Freude gleich mehrfach. Dazu muss man wissen, dass ich in meinem Leben bis zu diesem Zeitpunkt ungefähr 11 Mal umgezogen bin, mehr oder weniger freiwillig inklusive Auswandern. Die Wohnung, in der ich jetzt immer noch wohne, war beim Einzug noch mit Kachelöfen und Badeofen ausgestattet. Ich habe 6 Monate in dieser Wohnung renoviert und Schlemmkreide als Teletubby verkleidet von der Decke gewaschen. Irgendwann war ich fix und fertig und wurde hysterisch, wenn ich daran dachte, auch nur einen Finger in Sachen Renovierung zu rühren. Nun war ich endlich soweit, alles schön zu machen und komplett mit Leib und Seele einzuziehen. Auch das war ein Wunder. Dieser Zustand war der Knaller, das absolut Beste, was mir je passiert ist. Mein übereifriges Gehirn gab einfach mal Ruhe. Wenn ich das beschreiben müsste, dann gibt es keine Worte dafür, denn es war einfach nichts, gar nichts, und es war toll. Alles lief, wie am Schnürchen. Außerdem bemerkte ich, dass es nun doch in meinem Körper kribbelte. Das hielt ca. 3 Monate an. Ich bekam zwischendurch leichte Panik, dass das nie wieder verschwinden würde. Besonders stark spürte ich das Kribbeln in meinen Beinen, wenn ich still auf der Couch lag und Fernsehen guckte. Wenn das der Preis sein sollte für mein neues Leben, dann hätte es schlimmer kommen können. Irgendwann war das Dauerkribbeln aber verschwunden und ich war fast ein wenig traurig darüber. Merkt ihr was? Als meine Eltern aus ihrem Urlaub zurückkamen, hatte ich ungefähr 2 Wochen mit der neuen Energie in mir verbracht. Meine Mom bemerkte es, als sie mich besuchte, um mir meine Urlaubsmitbringsel zu geben. Sie kam in den Flur, ging rechts durch die Küche auf den Balkon und wirkte leicht irritiert. Moment mal, sie ließ den Blick über die frischen weißen Wände und den dunkelgrünen Balkonrasen schweifen. Ich glaube es ja nicht. Hast du tatsächlich den Balkon gemacht? Dann drehte sie sich um und ging zurück durch die Küche in den Flur. Und wo sind die ganzen Schuhe hin? Hier sieht es überhaupt so ordentlich und aufgeräumt aus. Sie war sichtlich überrascht und sehr erfreut. Nicht, dass sie zu den Müttern gehört, die ihren Kindern die Wohnung putzen und deren Wäsche machen. Nein, leider ganz und gar nicht. Ich durfte machen, was ich wollte und außer einer gelegentlichen Bemerkung aller wäre es nicht schöner, wenn, hielten sich meine Eltern raus. Aber jetzt war sie offensichtlich sehr happy und ich gönnte es ihr. Zeigte es doch, dass ich mein Umzugstrauma überwunden hatte und weder Spaß daran hatte, es mir schön zu machen. Denn so war es früher immer und der Zustand, in dem es bei mir, für meine Verhältnisse verkrampft war, war ein sichtbares Zeichen dafür gewesen, dass es in meinem Leben nicht so rund lief wie früher und ich unglücklich und überfordert war. Ich konnte mir inzwischen ein breites Grinsen nicht mehr verkneifen und war froh, dass sie von selbst sofort den großen Unterschied festgestellt hatte. Ich erzählte ihr die ganze Geschichte, angefangen bei meinem Stoßgebet, über den neuen Job, bis hin zu dem Kribbeln und wie gut ich mich seitdem fühlte.
Sie stimmte mir zu, dass offensichtlich etwas passiert war. Ich bat sie noch, meinem Vater nichts davon zu erzählen, denn ich wollte warten, wann er etwas merkt und vor allem woran. Das dauerte gar nicht lange, denn mein Ordnungstrip hielt an. Bis dahin war meine Küche noch immer auf Provisoriumsniveau. Ich kenne keine weitere Frau, außer mir, die es geschafft hätte, eine Küche zu planen und nicht an eine einzige Schublade zu denken. Ich brauchte meinem Vater gegenüber nur anzudeuten, dass endlich die Zeit gekommen sei, noch 2 bis 3 Erweiterungen und Optimierungen vorzunehmen, um das Projekt Küche nach Jahren endlich zu komplettieren. So schnell konnte ich gar nicht gucken, wie wir kurz nach dem Frühstück am Samstag in der Küchenabteilung eines Möbelhauses standen. Zu Hause angekommen wurde in Fließbandgeschwindigkeit, mit geübten Handgriffen, alles zusammengebaut. Gegen 16 Uhr saßen wir bereits mit meiner Mom zum späten Mittagessen zusammen. Und während wir aßen, stellte mein Vater fest, dass diesmal alles ganz hervorragend geklappt hatte. Ich konnte nicht länger schweigen und weihte ihn in meine Neuigkeit ein. Seine Reaktion war: Ich hatte mich schon gewundert, dass du so entspannt geblieben bist, als wir festgestellt haben, dass sie deine Türgriffe so nicht mehr herstellen und die Farbe der neuen Fronten leicht von den alten abweicht. Ich war sehr zufrieden mit seiner Beobachtung. Das war auch der Moment, in dem ich meinen Eltern verkündete, dass ich ihnen als Dankeschön für ihre bisherige Unterstützung auch jeweils eine Sitzung mit der Energiearbeit, kombiniert mit einer Einladung zum Frühstück, schenken wollte. Der Plan war, dass sie beide in diesem Fall nicht Nein sagen konnten. Meinem Vater verkaufte ich es so, dass er im Zweifel einfach ein entspanntes Nickerchen gemacht hätte und Quality Time with his Doctor beim Frühstück gehabt hätte. Meine Mom hat sich auch gefreut, aber vor allem wusste ich, dass sie sich das selbst niemals gegönnt hätte. Nein, sie ist keine, die immer an sich selbst zuletzt denkt. Der Friseur muss schon regelmäßig sein, aber manchmal könnte ich sie wirklich stupsen. Das kennst du sicherlich auch, oder? Man wünscht sich so sehr, dass es jemandem gut gehen möge und die Person selbst ist einfach nicht bereit, sich selbst etwas zu gönnen und sich an die erste Stelle zu setzen. An dieser Stelle vorneweg, sie haben es nicht bereut. Das Leben mit dem Kribbeln. Tja, nun lebe ich seit einigen Jahren mit dieser Energie, die sich, wenn man sich auf sie konzentriert oder sie benutzen möchte, durch ein ganz leichtes Kribbeln bemerkbar macht. Das Leben ist so viel leichter und schöner geworden. Ich habe tolle Klientinnen, bei denen ich wirklich etwas bewirke. Ich habe insgesamt viel bessere zwischenmenschliche Beziehungen. In mir ist eine innere Ruhe und Stabilität, die bis heute anhält und ich habe das Gefühl, jeden Tag immer mehr die zu werden, die ich wirklich bin. Aber das alles wäre mir nicht genug gewesen, um ein Buch darüber zu schreiben. Was nützt es darüber zu schreiben, dass ich seitdem total super tiefenentspannt bin? Ich bin ein Fan von Mustern und gehe den Dingen gerne auf den Grund. In diesem Fall wurde mir klar, dass ich Heilung erfahren hatte. Durch meine Arbeit mit meinen Klientinnen sowie den zahlreichen Erfahrungen mit Familienmitgliedern und Freunden über die Jahre habe ich entdeckt, dass nicht jeder die gleichen Ergebnisse bekommt. Deshalb wollte ich herausfinden, welche Gemeinsamkeiten die Personen haben, die den größten Schub und die auffälligste Heilung erfuhren. Zusätzlich habe ich entdeckt, dass ich zwar über diese spezielle Energie meinen Weg gefunden habe, ich bin aber inzwischen mehr als überzeugt, dass nicht die Methode den Ausschlag gibt, sondern die Komponenten, die zusätzlich vorhanden sein müssen, damit, welche Methode auch immer, Heilung bewirken kann. Da ich mit Frauen daran arbeite, ihren Liebeskummer zu überwinden, möchte ich als Beispiel für Heilung, die Heilung von Liebeskummer nehmen. Trennungsschmerz ist für die meisten der schlimmste seelische Schmerz überhaupt. Der Trennungsschmerz, den jeder von uns bei seiner Geburt erfährt, hatte ich vor meiner Erfahrung ursprünglich als den Trennungsschmerz schlechthin gedeutet. Ich bin zwischenzeitlich aber so weit zu behaupten, dass der eigentliche Schmerz, an dem die Menschen bei Liebeskummer leiden, schon wesentlich früher auftritt und sehr viel tiefer geht. Ich meine damit den Schmerz, den unsere Trennung von der Quelle von allem, was ist, auslöst. Wenn wir auf die Erde kommen, Liebeskummer ist die tiefe Trauer deiner Seele über den Verlust deiner Verbindung zu deinem wahren Zuhause. Der entscheidende Punkt. Am Anfang steht immer der Entschluss, geheilt werden zu wollen. Das klingt extrem einfach, dennoch rede ich mir seit Jahren den Mund fusselig über diesen ersten wichtigen und alles in die Wege leitenden Schritt. Wer zu mir kommt oder mich im Internet findet,
leidet unter Liebeskummer und damit unter heftigen seelischen Schmerzen. Leider wird dieser Schmerz bei erwachsenen Menschen nicht ernst genommen, schon gar nicht, wenn sie gut gebildet sind, im Job Karriere gemacht haben und ihnen auch sonst äußerlich nichts anzusehen ist. Der seelische Schmerz ist aber real und bleibt er ungeheilt, setzt sich eine Abwärtsspirale in Gang, die über Monate und Jahre hinweg auch die anderen Lebensbereiche in Mitleidenschaft zieht, solange die Person in der Wahrnehmung ihrer Umwelt halbwegs funktioniert und niemanden mit ihrem Leid belastet, mischt sich keiner ein. Erst, wenn es einem offensichtlich schlecht genug geht, greift das Gesundheitssystem mit seinen Angeboten, aber das ist ein anderes Thema. Wer seinen Liebeskummer an der Wurzel heilen und nicht nur Symptombekämpfung betreiben will, der muss es wirklich wollen. Nur woher weiß man, ob jemand es wirklich will? Die Tücke liegt darin, dass uns kaum jemand so fabelhaft belügen kann, wie wir uns selbst. Ich habe jahrelang, als ich selbst im Liebeskummer feststeckte, trotzig, weinend, schluchzend, wütend in allen nur denkbaren Variationen immer wieder von mir gegeben: Ich will doch aber einen Freund. Heute weiß ich, egal was wir sagen, wenn es nicht in unserem Leben ist, dann wollen wir es vom Unterbewusstsein her nicht wirklich, denn sonst wäre es da. Auch im größten Schmerz kann es Gründe geben, diesen behalten zu wollen. Natürlich nicht bewusst, aber wenn es nicht vorangeht mit der Heilung, wenn der Schmerz über Wochen und Monate bestehen bleibt und sich schlimmstenfalls immer tiefer eingräbt, dann gibt es immer einen Grund dafür, den muss man finden. Ganz salopp lässt sich grob sagen, wenn die Kosten zu leiden, die Kosten gesund zu sein übersteigen, wächst die Bereitschaft zur Heilung. Was hatte ich davon, als erwachsene Frau an Liebeskummer zu leiden? Ich magerte bei einer Größe von 176 cm auf 52 kg ab, das entspricht einem Body Mass Index, wie er für Anorexie typisch ist. Ich war durch das Krankengeld ständig knapp bei Kasse. Ich nahm nicht mehr am Arbeitsleben teil und haderte damit, nicht meinen Beitrag zu leisten. Ich hatte Panikattacken, die mich vor Mittag Autofahren grausen ließen und mich bei der Wahl meines Essens stark einschränkten. Ich hatte eine Magenschleimhautentzündung. Ich hatte ein Burnout mit der Begleiterscheinung, dass ich nach der winzigsten Anstrengung stundenlang schlafen musste und meine Beine schwer wie Blei waren. Ich war finanziell auf die Unterstützung meiner Eltern angewiesen und bereitete ihnen Sorgen, weil sie natürlich auch darunter litten, dass ich krank war. Zu allem Überfluss hatte ich die meiste Zeit über irgendwie schlechte Laune und war unglaublich schnell gereizt und wehrhaft in meiner Art. Offensichtlich hatte ich erst einmal keine Vorteile davon. Aus dieser Beschreibung lässt sich etwas ganz Wichtiges erkennen: Wer krank ist, der ist mies drauf. Oder andersherum, wer dauerhaft mies drauf ist, der wird krank. Doch, ich hatte etwas davon. Etwas sehr Wichtiges sogar. Ich war nicht schuld. Ich war das Opfer. Mein Ex-Freund war derjenige, der mir das angetan hatte. Ich konnte mit dem Finger auf ihn zeigen und mich bei jedem, der es hören oder nicht hören wollte, beklagen. Wenn er mich nicht so behandelt hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Es war offensichtlich seine Schuld, denn mit mir war ja nichts falsch. Mein Ego konnte sich schützen und intakt bleiben. Ich brauchte mich nicht in Frage stellen, denn der Fehler lag bei ihm. Und wenn es nicht seine Schuld war, dann doch mindestens die meines Arbeitgebers, weil mein Job so stressig war, oder die der Politik, weil gut ausgebildete Frauen immer noch weniger verdienen als Männer. Wie man es auch drehen und wenden mag, der Gewinn liegt darin, so bleiben zu können, wie man ist. Man behält Recht und zahlt den Preis dafür. Dieser Gedankenkette liegt jedoch ein fundamentaler Irrtum zugrunde. Lies weiter und finde heraus, welcher das ist. Die Ursache von Krankheit. Am Anfang jeder Krankheit steht ein Ereignis, das einen dazu veranlasst, etwas Schlechtes über sich selbst zu denken. In den letzten 5 Jahren ist mir nicht ein einziger Fall untergekommen, wo das Problem, weshalb die Person zu mir gekommen ist, darauf beruhte, dass diese Person gut über sich dachte. Es ist immer so, dass es nur dann ein Problem gibt, wenn man schlecht über sich selbst denkt. Das ist der berühmte Wundepunkt. Das ist der Trigger, der aktiviert wird. Wenn jemand es schafft, dass wir etwas Schlechtes über uns selbst denken, wird eine Stressreaktion ausgelöst und wir fühlen die gesamte Klaviatur negativer Gefühle: Wut, Zorn, Scham, Trauer, Hilflosigkeit, Neid, Ekel, Leere, Hoffnungslosigkeit und der berühmte Favorit: Schuld. Oft ist es nicht so einfach, durch die eloquenten Nebelbomben der Klienten die Wurzel zu packen,
Aber ich habe inzwischen genug Erfahrung, um schnell zu merken, wenn die ganze lange Geschichte von er hat, aber dies und das muss man doch und das geht doch nicht, und so weiter, dazu dienen soll, zu vermeiden die Ursache für die ganze Aufregung zu spüren. Die Ursache ist, dass man sich selbst in irgendeiner Form für einen schlechten Menschen hält. Das gilt nicht nur für Liebeskummer, das gilt für alles, womit man im Leben ein Problem haben kann. Manchmal ist der Gedanke weniger gravierend. Schon der zutiefst vor der alltäglichen Selbstwahrnehmung versteckte und unterschwellige Gedanke von ich bin nicht gut genug, BSPW, wenn man im Stau feststeckt und der damit verbundene Zeitdruck kann Stress bewirken und einen dazu bringen, dass man sich schlecht fühlt. Der Stau wird erst durch den Gedanken ich bin nicht gut genug zu einem Problem. Dieser unbewusste Gedanke ist der Urauslöser für eine Lawine gleichartiger schlechter Gedanken, wie ich muss mich vor der Chefin rechtfertigen, wenn ich endlich ankomme, die neue Kollegin lauert doch nur darauf, dass ich einen Fehler mache. Wenn es um die Bonusverhandlung geht, wirkt sich mein zu spät kommen bestimmt negativ auf meine Beurteilung aus, kommt dir irgendetwas davon bekannt vor? Wie kann man einen Gedanken haben, der schlechte Gefühle auslöst und es nicht merken, aufgrund von mangelnder Aufmerksamkeit und einer Flut äußerer Reize? Durch Achtsamkeit und Wiederholung kann man lernen, diesen auslösenden Gedanken auf die Schliche zu kommen, bevor der Rest der Lawine durchrollt. Wenn man das geschafft hat, kann man diesen Urgedanken mit einer Methode seiner Wahl auflösen, dazu gleich mehr. Zurück zum Liebeskummer, die gute Nachricht ist also, dass man nur Probleme hat und daraus Krankheiten erwachsen können, wenn man in irgendeiner Form schlecht von sich selbst denkt. Man nennt das auch negative Ich-Kognition oder Glaubenssätze. Inzwischen habe ich auch am eigenen Leib erfahren, warum man davon krank wird, weil es eine Lüge ist. Ich habe noch nie erlebt, dass sich mit den Methoden, die ich anwende, schlechte Gedanken und Gefühle nicht in das Gegenteil umgewandelt hätten oder wenigstens neutral geworden wären. An dieser Stelle möchte ich nochmals sagen, es gibt vielfältige Methoden, die helfen können. Jeder muss die suchen und finden, die für ihn am besten zum aktuellen Entwicklungsstand passen. Das ist auch der Grund, warum ich inzwischen erkannt habe, dass dieses ganze spirituelle Wissen von Einheit, Liebe und Wahrheit nicht nur die Hirngespinste von irgendwelchen weltfremden Spinnern sind, sondern handfeste Realität. Mich hat überzeugt, dass die Ergebnisse vorhersagbar sind. Wie sonst könnte ich anbieten, jemanden von Liebeskummer zu befreien? Das kann ich nur so felsenfest vertreten, weil die Wahrheit immer funktioniert, sobald man bereit dafür ist. Die miesen Gedanken über einen selbst sind nur die halbe Wahrheit. Die schlechten Gedanken lösen schlechte Gefühle aus. Und diese schlechten Gefühle machen krank. Ich habe ein Biofeedback-Gerät zum Messen der Herzkohärenz. Es ist der MWAVE 2 vom Institut HeartMath. Dieses Gerät mit der passenden Software stellt am Bildschirm in einem Kurvenverlauf die Veränderung der Herzkohärenz in Reaktion auf Gedanken und die dazugehörenden Gefühle dar. Positive Gefühle erhöhen die Herzkohärenz, negative Gefühle vermindern sie bzw. verursachen Chaos. Die Herzkohärenz wird als Indikator für einen entspannten Zustand gewertet, in dem alle Systeme im Körper miteinander in Harmonie stehen und somit Gesundheit bedeuten. Das hier ist keine medizinische Abhandlung und das Gerät sollte nicht für medizinische Diagnosen verwendet werden. Ich wollte lediglich ein weiteres Beispiel dafür liefern, dass auch in der Medizin der Zusammenhang zwischen negativen Gedanken und Gefühlen, mit dem Zustand unserer Gesundheit, durchaus bekannt und gut erforscht ist. Was meine ich damit? Man wird davon krank, weil es eine Lüge ist. Ich möchte damit ausdrücken, dass jeder von uns im Kern dieses weiße Licht ist, was ich sehen durfte. Dieses weiße Licht ist die Essenz von allem und damit auch von jedem von uns. Dieses weiße Licht ist Liebe und sonst nichts. Es gibt nichts anderes auf dieser Welt. Alle Materie ist in ihrer Basis Energie und diese Energie kommt aus einer Quelle, aus dem weißen Licht. Ja, das ist schwere Kost und hört sich ziemlich absurd an, aber es ist die Wahrheit. Auf dieser Welt und darüber hinaus bis in alle Ewigkeit gibt es nur das. Und deshalb macht alles, was nicht mit dieser Wahrheit in Einklang ist, krank, denn es ist eine Lüge über dein wahres Wesen und steht damit im Widerspruch zur einzigen Wirklichkeit und dieser Widerspruch drückt sich auf der materiellen Ebene in Krankheit aus, im Körper in Form von Krankheit und in allen anderen Lebensbereichen darin, dass es irgendwie nicht richtig fließt, dass es immer wieder Probleme und Auseinandersetzungen gibt. Möchte denn nicht jeder lieber dieses Licht in sich erfahren,
Als krank zu sein? Nein, weil das zu akzeptieren bedeutet, dass man die Kontrolle scheinbar an etwas da oben, eine höhere Macht abgibt. Der Mensch bzw. sein Ego lebt gerne selbstbestimmt und hat die Dinge im Griff. Freiheit ist ein hohes Gut, nur leider verwechseln viele Menschen Freiheit damit, alles selbst tun zu müssen. Der Gedanke aufzugeben, die Dinge selbst regeln zu wollen, kommt vielen einer Kapitulation gleich. Der Mensch, und da nehme ich mich nicht aus, denkt, ich schaffe das, das ist an sich ja auch ein guter Gedanke, nur leider ist er ein bisschen falsch, denn man gibt nicht die Macht ab, sondern man holt sie sich wieder. Das Ego ist der größte Verlierer bei diesem Prozess, deshalb stemmt es sich mit aller Macht dagegen. Wenn du dein Licht wieder spürst und zu deiner wahren Stärke zurückfindest, dann ist dein Ego so gut wie arbeitslos. Es braucht nichts mehr rechtfertigen, verteidigen, abwehren. Dieser Teil von dir hat Angst um sein Leben. Aus diesem Grund wird der innere Druck schrittweise immer weiter erhöht. Deine Seele hat die Sehnsucht, nach Hause zu kommen und sich von der Lüge zu befreien. Du kannst dieser Sehnsucht nachgeben oder krank werden. Schritt 1, entschließe dich. Wenn man nun aber versteht, dass echte Heilung auf Seelenebene nur dann geschieht, wenn der Mensch das Licht wieder in sein Leben lässt und das Licht sein Wunder wirken lässt, dann wird klar, dass vorher ein Teil des Selbst dazu bereit sein muss, der mit aller Macht an dem Gedanken festhält, ich kann das alleine. Meine Erfahrung zeigt, immer erst, wenn's knallt. Ich habe mich daran gezwungenermaßen gewöhnt. Mich schmerzt es in der Seele, wenn ich mit Menschen rede, die in höchstem Maße leiden. Ein Nebeneffekt meiner eigenen Heilung ist, dass ich stark energiesensibel geworden bin. Ich spüre oft körperlich, welche Anspannung in jeder Zelle der Person herrscht. Dazu reicht es, wenn ich mit ihr telefoniere. Besonders bei sehr schönen Frauen schmerzt es mich, weil ich die Anstrengung sehe, perfekt zu sein. Die Haare sitzen perfekt, sind gesträhnt, glänzen, die Lippen straff, manchmal durch ein bisschen Nachhilfe, der Körper oftmals sehr schlank, einen Hauch zu schlank, die Jeans sitzt knackig, die Schuhe und das Oberteil sind modisch und die Tasche wirkt oft teuer, die ganze Körperhaltung und jede Geste verströmen eine Aura der Haltung und das alles kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Seele leidet. Ich war genauso und ich habe es auch nicht gemerkt. Wenn man mittendrin steckt in seiner eigenen Welt, hat man schlichtweg kein Gefühl mehr dafür, wie sich wirklich glücklich und zufrieden anfühlt. Manchmal hat man es noch nie gespürt. Ich bin immer sehr froh, dass ich weiß, dass es nur eine Phase ist. Leider kommen manche Menschen aus dieser Phase nie heraus. Das sind diejenigen, die unendlich viel ertragen können und es sich verbieten, schwach zu sein. Sie glauben, wenn sie für eine Sekunde in ihrer Anspannung nachlassen, den Griff einmal kurz lockern und jemand anderem das Ruder überlassen würden, dass dann alles zusammenbrechen oder explodieren würde. Der seelische Dampfdruckkochtopf steht so unter Spannung, dass die Angst daran zu rühren zu groß ist. Nur, was ist die Alternative? Manchmal ist es von Vorteil, dünnhäutiger zu sein, dann kommt der Knall nämlich schneller und man kann seine Heilung noch richtig lange genießen. Wenn jemand lange genug in der Lüge lebt, dass mit ihm etwas nicht stimmt und er innen drin latent immer das Gefühl mit sich rumträgt, ein minderwertiger Mensch zu sein, und das tun erst wir erst einmal alle, dann wird je nachdem, wie sehr die äußeren Umstände den Druck noch verstärken, zwangsläufig der Moment kommen, wo die Verzweiflung in der Überlegung gipfelt, entweder ich sterbe demnächst an diesem Zustand, lande auf der Straße, ähnlich Schlimmes, oder ich bekomme Hilfe. Der magische Moment ist der, in dem die Erkenntnis einsetzt, ich habe alles getan, was ich konnte, ich habe alle Mittel ausgeschöpft, die mir zur Verfügung standen, aber jetzt weiß ich nicht weiter, ich kann nicht mehr, ich gebe auf. In den meisten Fällen setzt genau in diesem Moment ein Gefühl der Erleichterung ein, das Gefühl, endlich die Verantwortung an eine höhere Macht oder wie auch immer man es nennen möchte, abgeben zu können, mit der Entschuldigung vor sich selbst, dass man einfach nicht mehr kann. Man hat alles getan, aber nun ist Schluss, es gibt nichts mehr zu beweisen. Manchmal passiert dann das Paradoxe, dass man um sich selbst weint und sich auf einer Ebene schämt und schuldig fühlt und gleichzeitig diese Erleichterung spürt. Das eine, die Scham- und Schuldgefühle sind uns anerzogen worden. Hat man nicht so zu denken in so einer Situation? Die Erleichterung kommt direkt aus der Seele, aber endlich Ruhe,
Endlich nähern wir uns dem Ende vom Kampf und haben eine Chance, nach Hause zu kommen, dorthin, wo Frieden und Glück auf uns warten. Ich drückte diesen inneren Kampf in diesem Satz aus, den ich im Kern niemals wieder vergessen werde, denn er war der Schlüssel und der Auslöser für alles, was folgte. Freunde der Nacht, ihr da oben, entweder ich kriege jetzt den nächsten Level und es ist das, was ich tun soll, oder trete die ganze Scheiße in die Tonne. Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Manche Menschen versuchen in diesem Stadium allerdings die Verantwortung an andere Menschen zu übertragen. Sie gestatten sich zwar endlich aufzugeben, erwarten dann aber von BSPW, Ärzten, Kurklinikpersonal, Freunden, Eltern, den eigenen Kindern und Ex-Partnern, dass diese sich um sie kümmern. Das ist eine Strategie des Ego, das Wiedergutmachung verlangt. Sollen die anderen doch bluten dafür, dass mir so etwas angetan wurde? Wenn man auf diese Art demonstriert, dass man machtlos ist, dann gibt man die Macht über sein Leben an andere Menschen und Institutionen ab. Dieser Prozess führt niemals zur Heilung, außer wenn man an den Punkt kommt, an dem man es satt hat, dass andere über das eigene Leben bestimmen und die Einschränkungen zu unerträglich werden. Man erkennt diese Art der Kapitulation, dass man innerlich immer noch anderen die Schuld gibt und eigentlich so weitermachen möchte wie bisher. Schritt 2, sage, was du willst. Wie du oben gelesen hast, musst du an den Punkt kommen, wo du dich entschließt, Hilfe anzunehmen. Das ist im Kern, was Heilung bedeutet. Heilung der Seele geschieht durch die Kraft, die alles auf dieser Erde geschaffen hat. Durch sie kann alles geheilt werden. Deshalb reicht es nicht nur zu denken, ich will gesund werden. Dazu muss die Bereitschaft vorhanden sein, sich dem anzuvertrauen, das dich geschaffen hat. Dem, was du im Kern bist, wozu du aber aktuell keinen Zugang hast. Dazu musst du noch nie zuvor von diesen Dingen gehört haben. Hast du schon einmal Berichte über Nahtoderfahrungen gelesen? Fast alle berichten, dass es sich anfühlt, wie nach Hause zu kommen. Und genau dieses Gefühl hatte ich auch. Dieses Gefühl, dass endlich alles richtig ist, dass ich endlich richtig bin, dass der Kampf zu guter Letzt ein Ende hat, dass ich nicht alleine bin, egal was geschieht. Dieses Gefühl, diesen Zustand erleben wir, wenn wir heil sind, wenn wir ganz sind. In diesem Zustand existiert Liebeskummer nicht mehr. Sich richtig, geliebt und nicht alleine zu fühlen, das bedeutet geheilt zu sein. Ich glaube nicht an Gott, wie es die Kirche lehrt, aber ich glaube an, was auch immer da oben ist. Meine Erfahrungen bestätigen die Richtigkeit dieses Bibelzitats, deshalb möchte ich es dir nicht vorenthalten. http://bibeltext.com/7/htm7 bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Ach, denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Matthäus 7, Luther Bibel 1912, Quelle, http://bibeltext.com/12/Matthew7htm, abgerufen 04-03-2015. Vielleicht sollte man ergänzen, bitte aus ganzem Herzen darum, und nicht nur so halb, so zähneknirschend mit dem Hintergedanken, eigentlich habe ich das nicht nötig, weil ja andere daran schuld sind, dass es mir so schlecht geht. Denn Heilung haben wir alle nötig. Schon deshalb, weil wir in der Welt der Dualität hier unten von dem abgeschnitten sind, woher unsere Seele kommt. Ich denke, dass aber genau diese Erkenntnis ein Teil des Spiels auf der Erde ist. Wir kommen hierher, gucken, wie weit wir ohne die Verbindung zu unserer Quelle kommen, gelangen irgendwann an den Punkt, wo es nicht mehr geht, besinnen uns darauf, dass es so schlimm nicht sein muss, bitten um Hilfe und bekommen dann den nächsten Level. Leben auf der Erde, wie im Paradies. Ich habe bereits als 12-Jährige beim Spazierengehen mit dem Hund nach der Schule oft zu meiner Freundin gesagt, stell dir mal vor, wir wären hier unten nur ein Experiment und oben guckt jemand zu. Stell dir vor, jemand da oben kann in alle Wohnungen, durch alle Wände gucken und sieht, was wir hier machen. Mich hat dieser Gedanke schon früh fasziniert. Das war in den 80ern, da hatte ich das Wort spirituell weder gehört noch gelesen. So scheint es zu sein, ein Spiel mit eingebautem Sicherheitsmechanismus. Jeder kann bei Bedarf die Kraft anfordern, die er schon immer in sich hatte. Und wie in allen Märchen gibt es einen magischen Satz. Ich weise jetzt schon mal auf das Gesetz der Anziehung hin, Gleiches zieht Gleiches an. Deshalb musst du darum bitten, was du haben oder erreichen möchtest.
Formuliere so klar wie möglich deinen größten Herzenswunsch. Bei mir war es dieser Teil des Satzes, entweder ich kriege jetzt den nächsten Levelpunkt. Ich bin der Meinung, dass es nicht notwendig ist, deine Bitte bewusst an das Universum, Gott, die Quelle oder ähnliches zu adressieren. Das macht deine Seele in diesem verzweifelten Zustand automatisch. Wohin sonst sollte sie sich wenden, wenn im Außen alles bisherige keine Hilfe gebracht hat? In Zeiten großer Not wird die Bitte zwangsläufig an den einzigen richtigen Empfänger gerichtet. Ich habe früher schon mit denen da oben geredet, also habe ich es dann auch ausgesprochen. Schritt 3, glaube daran. Viel entscheidender, als die richtige Adresse und eine respektvolle, höfliche Ansprache sind, dass du aus vollem Herzen daran glaubst, dass dir geholfen wird und es dir zusteht. Du musst tief im Inneren darauf vertrauen, dass auch du würdig bist, Hilfe zu bekommen. Diesen Punkt kann man von außen nicht beurteilen. Jemand kann nachdrücklich behaupten, dass er daran glaubt, jedoch innerlich noch unbewusste Glaubenssätze haben, die dagegen sprechen und somit die Heilung verhindern. Wenn endlich die Verzweiflung groß genug wird, dann kippt auch hier wieder das Verhältnis des inneren Kampfes zugunsten des Glaubens an eine höhere Macht. Wenn die Kosten, nicht geheilt zu sein, zu groß sind, dann löst sich der Klammergriff um alles, was man bis dahin für wahr gehalten hat, beträchtlich. Ich glaubte an jenem Morgen daran, weil ich keine andere Wahl hatte. Ich hatte keinen Plan B. Ich war zu der Überzeugung gelangt, dass es etwas geben musste, was ich bisher nicht bedacht, genutzt oder entdeckt hatte. Wie ich beschrieben habe, hat sich auch bei mir noch ein innerer Kampf aus der anerzogenen Vernunft gegen mein Bauchgefühl angeschlossen. Der Teil von mir, der bis dahin alles geregelt hatte, erklärte mich für verrückt und brachte mich dazu, mit niemandem darüber zu reden. Der Teil von mir, der sich daran erinnerte, dass es in diesem Spiel hier unten eine Sicherheitsfunktion gab, der zückte die Hol mich hier raus Karte und hielt unbeirrt daran fest. Der Teil, der wusste, dass in mir dieses Licht noch immer glimmte, der Teil, der die Wahrheit meines Wesens kannte und sich schlichtweg weigerte, sich das Lachen wegnehmen zu lassen. Egal, wie schlecht es mir ging, ich wusste die ganze Zeit, dass ich so nicht war. Während ich mir heulend furchtbar selbst leid tat, wusste ich doch mit Sicherheit, dass ich so nicht bin. Ich wusste, dass ich ein fröhlicher Mensch bin, einer, der sich gerne um andere Menschen kümmert und das Leben am liebsten von der sonnigen Seite sieht. Ich wurde häufig als Glückskind bezeichnet und nun das, in mir kämpfte etwas dagegen an, dass mir meine ätzende Chefin, der missgünstige, intrigante Kollege und der bindungsunwillige Typ, mein Lachen wegnahmen. Ich bedauerte mich in dieser Zeit zwar schrecklich selbst, aber tief in mir war unauslöschlich die Überzeugung vorhanden, dass das alles einen Sinn haben musste. Ich sollte etwas daraus lernen. Ich wusste, ich musste daran festhalten, dass es möglich war und dass es mir zustand, mir mein Lachen wieder zurückzuholen. Ich durfte das Schlechte nicht triumphieren lassen. Und genauso musst du auch daran festhalten, dass du ein besseres Leben führen darfst und dir Glück und Reichtum auf allen Ebenen zu stehen. Du brauchst deinen Wunsch vor niemandem rechtfertigen. Manchmal ist man gefangen in einem Umfeld, wo der Wunsch nach mehr skeptisch beäugt wird. Man kommt unter Generalverdacht, sich für was Besseres zu halten. Der Wunsch nach Heilung führt in deinem Umfeld öfter zu einer Abwehrhaltung dir und deinen Wünschen gegenüber. Lass dich nicht beirren. Egal, wie deine Situation jetzt in diesem Moment ist, innerhalb von Stunden kann sich alles ändern. Schritt 4, lass es zu. In dem Moment, wo du den Autopiloten angefordert hast, musst du die Hände vom Steuer nehmen und ihn auch fahren lassen. Du kannst nicht in dem einen Moment um Hilfe bitten und gleich darauf wieder alles besser wissen und aus lauter Angst vor dem Gefühl, die Kontrolle abgegeben zu haben, wieder ins Lenkrad greifen. So funktioniert das nicht. Ja, es ist ein sehr seltsames Gefühl, es geht gegen alles, wie man bisher gelebt und funktioniert hat, deshalb verunsichert es einen bis an den Punkt der Panik. Natürlich tut es das, denn es ist fremd und nicht viele Menschen reden darüber. Woher soll man wissen, was jetzt passiert und was man als nächstes tun soll? Es bleibt nur absolut blindes Vertrauen. Vertrauen ist das Schwerste, was man einem Menschen mit schlechten Erfahrungen abverlangen kann. In den meisten Fällen ist der aktuelle Schlamassel entstanden, weil Vertrauen bitter enttäuscht wurde. Der Partner, der sagte, er würde einen lieben, hat eine neue. Der Job, der sicher schien, wurde umstrukturiert und man wurde entlassen, der Geschäftspartner hat einen übers Ohr gehauen oder die beste Freundin hat den Verlobten gevögelt.
Das Vertrauen darin und manchmal sogar das grundlegende Vertrauen in die Ordnung der Welt wurde erschüttert, weil ein Kind vor seinen Eltern gestorben ist. Wie soll jemand, der erlebt hat, das Vertrauen ins Verderben führen kann, ausgerechnet jetzt vertrauen, weil ihm nichts anderes übrig bleibt, deshalb ja auch immer erst, wenn's knallt. Ich meine das mit dem absolut größten Mitgefühl. Es geht los mit der Heilung. Hier nochmal die Schritte, die auf den Weg der Heilung führen. Erster, entschließe dich, geheilt werden zu wollen. Zweiter, sage, was du willst von ganzem Herzen. Dritter, glaube daran, dass es dir zusteht. Vierter, lass es zu. Bei mir kamen alle vier Punkte an jenem Morgen mit einem Schlag zusammen und ich habe inzwischen auch von anderen gehört und gelesen, dass sie einen klaren Zeitpunkt benennen konnten, an dem sich alles zum Besseren wendete. Ich spürte in diesem Moment diese Druckwelle, es war, als würde zentral von mir sich unsichtbar etwas ausbreiten und alles umsortieren. In diesem Moment fiel mir der Flyer in die Hand und ich wusste ganz deutlich, dass ich eine Antwort erhalten hatte. Mit jeder Faser meines Körpers wusste ich, dass ich diesen Informationen folgen musste. Ich wehrte mich zwar mit dem Verstand dagegen, aber mir war dennoch klar, dass ich keine Wahl hatte. Wie du siehst, bedeutet Heilung nicht, dass mir ein Zeckgeld auf meinen Papierstapel plumpste. Es bedeutet, dass mir auf dem Weg des geringsten Widerstandes etwas gegeben wurde, was ich soweit akzeptieren konnte, dass ich mich darauf einließ. Der Weg des geringsten Widerstandes, auch Heilung unterliegt dem Gesetz der Anziehung. Bitte stöhne nicht auf, denn das Gesetz der Anziehung ist in ein paar Punkten kniffliger, als mancher den Eindruck hat. Viele glauben, dass es darum geht, dass man sich auf einen Stein setzen könnte, ganz fest etwas wünscht und bams, hat das Universum alles in den Vorgarten geworfen. So ist es leider nicht, aber fast. Der Glaube an das Wünschen wurde von einigen populären Buchtiteln, die sich überwiegend diesem Aspekt gewidmet haben, verstärkt. In einigen Titeln tauchen zwar Hinweise auf die anderen Komponenten auf, jedoch kann man diese leicht überlesen. Mir ist das auch passiert. Natürlich, wer filtert nicht die bequemste Anweisung für sich heraus? Der Mensch ist von Natur aus kräftesparend veranlagt und so kommt die Botschaft, du musst es dir nur genug wünschen. Deine Gedanken sind der Anfang von allem, prima an. Danach folgt der mitunter unbequeme Teil, die Gedanken in Taten umzusetzen, darüber liest man allzu gerne hinweg. Es folgt eine kompakte Darstellung dessen, was du grundsätzlich zum Gesetz der Anziehung verstehen solltest. Wir müssen dafür kurz zurück zur Basis des Ganzen, zur Energie. Das Universum besteht mitnichten aus fester Materie. Du kannst dir das so vorstellen, dass alles aus schwingenden oder vibrierenden Fäden oder Flächen, man ist sich noch nicht ganz einig, besteht. Je nach Schwingung wird ein entsprechendes Teilchen erzeugt. Dazu tüfteln Physiker weiterhin an der Stringtheorie, welche zwar einerseits bedeutende Erkenntnisse geliefert hat, jedoch aktuell an einigen Punkten in einer Sackgasse gelandet zu sein scheint. Festzustehen scheint allerdings, dass das Universum schwingt. Von großer Bedeutung ist, dass alles eine eigene Frequenz hat. Die Frequenz gibt die Anzahl der vollen Schwingungen pro Zeiteinheit an, sie wird in Hertz gemessen. Jeder Stein, jede Blume, jedes Tier, mein Laptop, auf dem ich gerade tippe, meine Waschmaschine, die gerade meine Wäsche wäscht, jeder meiner Freunde und Freundinnen, jeder Mann, den ich kennenlerne, jedes Buch in meinem Regal, jeder Film, jedes Kleidungsstück, das in meinem Schrank hängt, jede Klientin, die meine Internetseite findet, meine Internetseite, meine YouTube-Videos, einfach alles, und ich natürlich auch, schwingt in einer eigenen Frequenz, weil ich eine einzigartige Frequenz habe, die über meinen festen Körper hinausgeht und durch alles, was ich denke, sage und tue beeinflusst wird, zieht diese Frequenz alle Dinge, die ich aufgezählt habe an. Diese stehen mit meiner Frequenz in Resonanz oder harmonieren mit ihr. Sämtliche Dinge, die ich erschaffe, tragen meinen persönlichen Frequenzfingerabdruck. Alles liegt mit mir auf einer Wellenlänge. Ich bin der Anziehungspunkt für alles, was mich umgibt. Die Frequenz, die ich aussende, zieht durch das Gesetz der Anziehung ähnlich schwingende Dinge und Erfahrungen in mein Leben. So kommt es, dass man behaupten kann, dass jeder der Erschaffer seiner eigenen Realität ist. Der Haken ist einzig, wenn dir das nicht klar ist, dann funktioniert das Ganze trotzdem einwandfrei. Vor allem funktioniert es auch, wenn du sagst oder denkst, dass du etwas auf gar keinen Fall haben oder erleben möchtest, aber das wusstest du sicherlich schon.
ob man das mit NLP erklärt, dass das Gehirn keine Verneinungen verarbeiten kann oder, dass das Universum nur erschaffen und nicht erschaffen kann, ist für das Ergebnis unerheblich. Hier ein Beispiel: Ich habe vor ein paar Tagen, zum wiederholten Male, ein fantastisches Upgrade meines Fernsehers erhalten. Dieses Ding ist riesig, in HD, hängt stylisch an meiner Wand, verbindet sich mit dem Internet und ich kann 3D-Filme ansehen. Der Witz ist, mir ist Fernsehen nicht so wichtig, Grins. Ja, ich hatte es auch übersehen. Das Universum hat geliefert. Es ignoriert seit Jahren das nicht. Ich habe noch nie einen Fernseher selbst gekauft. Die Dinger wurden mir immer geschenkt. Markengeräte, die State of the Art waren. Was soll ich sagen? Ich nehme es einfach hin und freue mich. Die Freude darüber ist übrigens auch ein wichtiger Teil des Prozesses. Merke dir, du hast eine eigene Frequenz, die vorgibt, was du in deinem Leben an Dingen und Erfahrungen sammelst. Wenn du am Ende deiner Kräfte bist, dann ist deine Frequenz gewissermaßen im Eimer. Für dich daran erkennbar, dass du dich wirklich elend fühlst und dein Leben nicht so richtig blüht. Der Moment, in dem Heilung möglich wird, durchbricht für einen winzigen Augenblick diese miese Frequenz, die am untersten Ende der Skala angesiedelt ist, und schickt dir in irgendeiner Form, das kann ein Gedanke, eine Person, ein Lied oder wie bei mir ein Flyer sein, die Lösung für dich. Du wirst merken, dass es sich irgendwie richtig anfühlt. Du wirst den Drang verspüren, dem nachzugehen. Da aber deine grundsätzliche Frequenz noch nicht geheilt ist, wobei die oberste Stufe der Skala deine Essenz, das weiße Licht ist, wirst du in den meisten Fällen wieder zurückgezogen. Daher rührt dieser innere Kampf. Die Lösung hat frequenzmäßig an den Teil deines Selbst angedockt, der im Moment noch verschüttet und von schlechten Gefühlen überlagert ist. Er ist aber immer vorhanden und weiß darum, dass Heilung für dich möglich ist. Das ist dieser klitzekleine Hoffnungsschimmer. Es ist unerlässlich, dass du die oben genannten Schritte alle durchläufst, denn nur so gibt es dieses winzig kleine Licht in dir, woran angedockt werden kann. Deine Essenz, das Licht, zieht die Heilung an. Wenn du dem Licht aber nicht ein Minimum an Luft zufächelst und den Widerstand endlich aufgibst, kann diese Verbindung nicht zustande kommen. Das Licht in dir leuchtet immer, nur deine negativen Gedanken führen zu schlechten Gefühlen und das alles zieht dich im wahrsten Sinne des Wortes runter. Du kannst dir das so vorstellen, dass du eine Mauer aus schlechten Gefühlen um die Quelle des Lichtes errichtet hast. Diese Mauer trennt dich von allem, was dein wahres Ich ist, deinem wahren Ich, das mit allem in der Welt und im Universum verbunden ist. Es ist sowohl in dir wie auch gleichzeitig außerhalb von dir. Das ist ein Teufelskreis. Erst passiert etwas, wodurch du dich mies fühlst, beispielsweise eine Trennung. Du hältst dich daraufhin für minderwertig bzw. aktivierst das latent in allen Menschen vorhandene Gefühl der Trennung und Unvollständigkeit. Dann sorgen die schlechten Gefühle dafür, dass deine Frequenz absinkt und du dich noch mehr alleine, getrennt, hilflos und so weiter fühlst. Die Spirale abwärts hat begonnen, eben weil du die Verbindung zu deiner Wahrheit abgeschnitten hast. Die ersten vier Schritte führen für einen winzigen Moment dazu, dass eine zarte Verbindung zu deinem Licht hergestellt werden kann und auf dieser Welle musst du reiten. Du musst das winzige gute Gefühl aufrechterhalten und dem nachgehen, was sich dir offenbart. Du musst lernen zu unterscheiden, wo dein Ego die Situation kontrollieren will und wo deine Seele deiner Sehnsucht nach Hause zu kommen folgen will. So setzt du die Spirale aufwärts wieder in Gang. Das ist der berühmte Wendepunkt, denn es wendet sich im wahrsten Sinne des Wortes etwas in dir. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass Gleiches immer Gleiches anzieht. Du kennst sicherlich den Spruch, wenn's läuft, dann läuft es. Das gilt leider in beide Richtungen. Wenn du ab jetzt dafür sorgst, dass du den guten Gefühlen folgst, dann wirst du geheilt. Der Hinweis bzw. die Lösung kommt immer auf dem Weg des geringsten Widerstands, den du zurzeit akzeptieren kannst. Deshalb bin ich der Meinung, kann man nicht irgendeine Methode, als für alle Zeit jeglichen anderen Methoden, überlegen deklarieren. Du hast naturgemäß zu einer gewissen Zeit, aufgrund deiner vorherrschenden Frequenz, Zugang zu einigen Methoden und Lösungen und zu anderen nicht. So kommt es manchmal vor, dass man eine Lösung für ein Problem bisher einfach nicht gefunden hat, obwohl es sie schon immer gab. Du kannst die Menge der dir zugänglichen Methoden dadurch erhöhen, dass du dich mit vielen unterschiedlichen Themen befasst. Je mehr du über Religion, Weisheit, Chakren, Energien, Yoga, Ayurveda, Psychologie, etc. gelesen und gehört hast,
Umso eher wird deine Frequenz mit diesen Methoden in Resonanz gehen. Gewöhne dich daran, es macht keinen Sinn, den Dingen hinterher zu jagen, man muss sie anziehen. Aus diesem Grund gebe ich auch so gut wie keine Tipps dazu, wie man den richtigen Partner findet, sondern dazu, wie man sich besser fühlen kann. Mit der Frequenz von Liebeskummer, dem Gefühl, einen Mann zu brauchen und haben zu wollen, um sich dadurch geliebt zu fühlen, wird das nichts. Damit zieht man nur solche Männer an, die sich genauso schlecht fühlen oder dein Gefühl, nicht liebenswert zu sein, bestätigen. Es macht, unter Kenntnis des Gesetzes der Anziehung, einfach keinen Sinn. Es kommt immer das zu dir, was deiner aktuellen Frequenz entspricht. Dann ist es leicht und sogar zwingend, dass es in deinem Leben erscheint. Es ist ein universelles Gesetz. Nutze dieses Wissen. Die Welle reiten. Du befindest dich nun an dem Wendepunkt und deine Frequenz erhöht sich ab jetzt. Vorher, niedrige Frequenz, Ereignisse, die dich verunsichern, erschrecken, etc., schlechte Gedanken über dich selbst, wie BSPW, ich schaffe das nicht, das ist zu viel für mich, ich bin schuld, ich bin nicht hübsch genug, etc., dein Körper reagiert mit schlechten Gefühlen, deine Herzkohärenz sinkt, deine Frequenz sinkt ab, du sendest frequenzmäßig negative Signale an das Universum. Negatives in Form von Dingen und Erlebnissen kommt zu dir, das Gesetz der Anziehung Resonanz bringt dir immer mehr von dem, was du aussendest, die Spirale abwärts dreht sich zunehmend schneller. Jetzt, niedrige Frequenz, die vier Schritte, du entschließt dich, geheilt werden zu wollen. Du sagst, was du willst von ganzem Herzen. Du glaubst daran, dass es dir zusteht. Du lässt es zu, ein Ereignis von höherer Frequenz tritt ein. Die für dich passende Lösung taucht auf, du folgst der Lösung, entdeckst etwas oder bekommst Hilfe von unerwarteter Seite, du hast ein Erfolgserlebnis, deine Gedanken beschäftigen sich mit positiven Dingen, du fühlst dich besser, deine Frequenz erhöht sich, du sendest ein frequenzmäßig besseres Signal an das Universum, weitere positivere Dinge und Erlebnisse kommen zu dir. Das Gesetz der Anziehung Resonanz bringt dir immer mehr von dem, was du aussendest, die Aufwärtsspirale dreht sich immer schneller. Häufig ist es so, dass Menschen eine Heilung erleben, die Ergebnisse aber nicht dauerhaft sind. Als jemand, der Heilung anbietet, kann ich die höhere Frequenz lediglich zur Verfügung stellen, annehmen und aufrechterhalten muss sie jeder selbst. Es gibt erfahrungsgemäß Methoden BSPWD, die ich für mich gefunden habe, die bei fast jedem dauerhafte Ergebnisse ermöglichen, aber dennoch hängt es davon ab, ob die Person bereit dafür ist. Manchmal wird jemand gedrängt, etwas auszuprobieren, doch dann wird das ganz große Wunder ausbleiben. Das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Der entscheidende Punkt ist, dass man offen dafür sein muss. Man kann niemandem, der nicht bereit dafür ist, einfach eine neue Frequenz durch jedwede Form der Energie- oder Seelenarbeit überstülpen und erwarten, dass gegen den Willen der Person eine Heilung geschieht. In seltenen Fällen allerdings löst der Kontakt zu der höheren Frequenz eine Erinnerung an Zuhause aus. Manchmal reicht dieser Funke aus und die Person schlägt dann aus freien Stücken einen neuen Weg ein. Generell gilt jedoch, nur die freie Entscheidung ermöglicht Heilung. Zur Heilung gezwungen werden kann niemand. Auch wenn man das manchmal gerne hätte, weil man mit der betroffenen Person mitleidet. Ich hatte am Anfang mehrfach Anrufe von Müttern, die für ihre Töchter Termine bei mir vereinbaren wollten. Ich habe mich genau zweimal dazu hinreißen lassen. Großer Fehler. Wer nicht von selbst kommt und bereit ist, den jeweiligen Preis zu zahlen, der ist noch nicht so weit und das ist völlig in Ordnung. Nur die freie Entscheidung ermöglicht Heilung. Folge dem guten Gefühl. Ich hatte das Glück, eine Einheitserfahrung machen zu dürfen. Ich durfte erfahren, wie es ist, keinen einzigen negativen Gedanken zu denken und kein einziges schlechtes Gefühl im Körper zu spüren. Ich durfte den totalen inneren Frieden erfahren und das Gefühl, zu Hause zu sein, es war der Himmel auf Erden. Ich habe seither mehrfach versucht, das weiße Licht wieder aufzurufen. Es ist mir einmal ein kleines bisschen gelungen. Manchmal, wenn ich mich darauf konzentriere, die Energie im Körper zu spüren und wenn ich ganz ruhig mit geschlossenen Augen auf dem Rücken liege, fängt es in meinen Augen zart zu vibrieren an, so wie es war, als das weiße Licht kam. Leider habe ich es bisher nicht wieder aufrufen können. Ich weiß, dass es in mir ist und meine Theorie ist, dass analog zu dem Satz jeder bekommt, was er braucht,
ich nicht dazu geeignet bin, das weiße Licht von selbst aufrufen zu können. Ich kann mir vorstellen, dass ich dann Weltflucht begehen würde und mich komplett in diesem wunderbaren Gefühl verlieren würde. Was diese himmlischen 14 Tage aber gebracht haben, ist die Erkenntnis, dass ich mich absolut weigere, mich auch nur einen Augenblick länger als nötig mit schlechten Gefühlen herumzuschlagen. Mein Mantra lautet, folge dem guten Gefühl. Um den Heilungsimpuls voll zu nutzen, musst du dem guten Gefühl folgen. Das gute Gefühl zeigt dir an, dass du dich gemäß deiner Essenz verhältst, entsprechend deiner Wahrheit. Jeder hat ein Licht in sich, das in diese Welt gebracht werden muss und dieses Licht kann nur leuchten, wenn du dich gut fühlst. Tu das, was dich glücklich macht, es wird definitiv belohnt werden, indem immer mehr Gutes zu dir kommt. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es so eine Art Prüfung gibt. Wie du in meinem Bericht am Anfang des Buches lesen konntest, habe ich einen Job aufgegeben, der mich krank gemacht hat. Zur Erinnerung, ich kann unter diesen Umständen nicht die Leistung bringen, die ich von mir gewöhnt bin. Ich hatte in jenem Augenblick nicht den leisesten Schimmer, wie ich das finanziell schaffen sollte. Ich habe eindeutig an einer Weggabelung gestanden. Die Frage war, welchem Weg würde ich folgen? Dem Weg der Sicherheit oder dem Weg des Herzens? Ich hatte einzig das blinde Vertrauen, dass der Weg des Herzens von oben getragen werden würde. Der Knackpunkt ist, die Entscheidung, die ich traf, war die, die sich gut anfühlte. Ich rate dir also, folge ausschließlich dem guten Gefühl. Wenn dein Verstand sagt, dass es richtig ist, aber du fühlst dich schlecht dabei, dann lass es bleiben oder finde einen Weg, dich mit der Entscheidung gut zu fühlen. Ich nenne das, die Blockade überwinden. Jedes schlechte Gefühl ist eine Lüge über das, was wahr ist, denn die Wahrheit ist immer gut. Aus diesem Grund kann man jedes schlechte Gefühl auch umwandeln. So mache ich das seit Jahren. Wenn ich etwas tun möchte und ich habe es nicht innerhalb von 2 bis 3 Wochen umgesetzt, dann weiß ich, dass mich etwas innerlich blockiert. Leider sind viele Dinge so subtil, dass man sie ohne Hilfe nicht so einfach zu fassen bekommt, aber dafür gibt es ja genug professionelle Hilfe. Wenn der Entschluss gefasst ist, eine Lösung zu finden, dann taucht auch immer eine Lösung auf. Ich habe allerdings das Glück, dass ich in den vergangenen Jahren meine Blockaden mit Wing Wave Copyright lösen konnte. Dennoch geht auch bei mir der Prozess der Heilung immer weiter. Jeder, der auf dem Weg ist, ist niemals fertig und entdeckt regelmäßig neue Methoden auf noch höheren Ebenen. Eine Heilerin, die nicht ab und an KollegenInnen aufsucht, ist eher ungewöhnlich. Ich gehe ab und an zu einer sehr netten Heilpraktikerin und neulich habe ich mal wieder aus Neugier eine Dame aufgesucht, die mit einer anderen Energie arbeitet. Auch das hat mich wieder ein Stück weitergebracht. Ich weiß seitdem, noch klarer, was meine besondere Gabe ist. Dazu kannst du das E-Book Antworten von denen da oben höheres Wissen rund um Liebe und Beziehungen von mir lesen. Welche Methode du letztendlich wählst, spielt keine Rolle, aber tu etwas. Denn, wenn sich dir eine Lösung zeigt, dann hilft sie nur, wenn du sie auch anwendest. Ich wollte beispielsweise endlich YouTube-Videos machen, bei denen ich vor der Kamera stehe. Ich habe es aber nicht gemacht. Diese Blockaden sind oft sehr subtil. Der wichtigste Hinweis für dich ist, dass es in einer festgesetzten Zeit nicht passiert. Man findet unbewusst 1000 Gründe, die allesamt völlig plausibel wirken, sich nicht mit dem Thema zu befassen. Da kommen Geburtstage dazwischen, da muss der Wagen endlich zur Reparatur, die Tante wollte man auch schon ewig besuchen, etc. Wie durch Geisterhand wird dein Projekt auf deiner To-Do-Liste immer von Position 1 verdrängt. Bei mir ging das gar 3 Wochen so. Dann ist es mir aufgefallen und ich habe den Prozess gemacht. Dabei kam heraus, dass ich etwas Schlechtes über mich dachte, was immer die Ursache für ein Problem ist. Inzwischen allerdings bei Luxusproblemen angekommen, blockierte mich, dass ich einen schiefen Mund habe. Mir wurde als junges Mädchen, wegen eines sehr kleinen Kiefers ein Zahn gezogen und nun habe ich einen leicht schiefen Mund. Das sieht wahrscheinlich ohne einen direkten Hinweis kaum jemand, aber bei mir hat es gereicht, um mich kamerascheu zu machen. Da dieser schlechte Gedanke und das damit verbundene Gefühl natürlich auch eine Lüge über meine Wahrheit waren, lösten sich beide so sicher wie immer auf und ich hatte endlich Energie und Schwung, die Videos zu machen. Überleg mal, was man alles nicht tut, weil man Hemmungen hat. Mit Hemmungen kannst du dich nicht frei entfalten, du kannst dein Wesen nicht richtig ausdrücken und deinen Wert,
den du durch deine einmaligen Fähigkeiten hast, gar nicht richtig mit anderen teilen. Wenn du dich von schlechten Gefühlen bremsen lässt, dann enthältst du anderen etwas vor. Du bist hier, weil du etwas zu geben hast. Es gibt Menschen, die dich und deine Fähigkeiten dringend brauchen. Du musst absolut dafür sorgen, dass du dein Licht leuchten lässt und du musst es absolut vor Menschen und Situationen schützen, die es dir nehmen könnten. Du musst dem guten Gefühl folgen, um das zu werden, was du sein kannst. Davon gibt es keine Ausnahme. An dieser Stelle möchte ich dich ganz direkt ansprechen, falls du das Gefühl hast, in einer Beziehung mit einem Narzissten zu stecken. Für dich ist es besonders wichtig zu erkennen, dass du deinem Partner nicht die Macht über dich geben darfst. Wer sagt, dass sein Urteil richtig ist? Die Angst, nicht für dich selbst einstehen zu können und abhängig von ihm zu sein, sind deine größten Feinde. Du musst dich besonders mit deinen Prägungen und Beziehungsmustern auseinandersetzen und zwischen Schmerz und Liebe unterscheiden lernen. Du hast das Recht, eine Beziehung zu führen, in der dir Respekt und Wertschätzung entgegengebracht werden. Und wenn du es nicht für dich tust, dann tu es für die Menschen, die darunter leiden, dass du leidest. Du bist auf dieser Welt, um deinem Licht Ausdruck zu verleihen, und solange du leidest, enthältst du dir und anderen etwas vor. Manche Menschen tun sich sehr schwer, meinem Vorschlag Folge dem guten Gefühl zu folgen. Ich habe dazu die da oben befragt und teile hier den kleinen Dialog. Frage: Wie kommen Menschen auf den Gedanken, dass sie nicht echt sind, wenn sie gute Gefühle haben und spüren? Die da oben: Oh, sie setzen die Gefühle mit ihrer Seele gleich. Ich, das verstehe ich nicht. Die Seele ist doch gut. Oh, aber das wissen sie nicht. Sie denken, ihre Seele ist schlecht. Das ist der Irrtum. Wie du siehst, ist die wichtigste Sache, die du ansatzweise akzeptieren solltest, dass es dieses Licht in dir gibt. Du bist deiner Essenz nach das Licht. Gut drauf zu sein ist nicht oberflächlich, sondern deine wahre Natur. Gut drauf zu sein ist nicht oberflächlich, sondern deine wahre Natur. Schütze dein Licht. Von nun an schütze bewusst dein Licht und lass es immer mehr leuchten. Denn nur so kannst du werden, wer du wirklich bist. Nur so kannst du authentisch sein. Die meisten von uns fühlen sich furchtbar unwohl bei dem Gedanken, egoistisch zu sein. Was bedeutet denn aber egoistisch? Und wenn sich schlecht fühlen bedeutet, dass etwas eine Lüge über das wahre Wesen der Dinge ist, wie kommt es dann dazu, dass wir uns überhaupt schlecht fühlen? Dann muss uns doch jemand gesagt haben, dass es nicht gut ist, egoistisch zu sein. Ganz genau. Und zwar die Person, die etwas von uns wollte und sauer war, als sie es nicht bekam. Das passiert jeden Tag millionenfach auf der Welt. Hast du nicht auch schon mal jemanden beschimpft, dass er furchtbar egoistisch sei? Zum Beispiel, weil dir dein Freund nicht den Wunsch erfüllt hat, den Romantikurlaub zu buchen. Natürlich, das haben wir alle. Solange man sich seines inneren Lichtes nicht bewusst ist und die Kraft und Sicherheit nicht spürt, die daraus erwachsen, denkt man, man würde von anderen bekommen, was man braucht. Man denkt, der andere ist die Quelle der Versorgung, der Sicherheit und des Glücks. So zu denken ist absolut normal. Das ist von Anfang an so und es scheint Teil des Spiels hier auf der Erde zu sein, zu entdecken, dass auch das eine Lüge ist. Denn die Abhängigkeit von anderen und die Hilflosigkeit fühlen sich schlecht an. Sie sind die Wurzel allen Liebeskummers. Und sie sind eine Lüge. Lass das in Ruhe einen Moment sacken. Die Abhängigkeit von anderen ist eine Lüge. Halleluja und dem Himmel sei gedankt. Das Spiel hier auf der Erde ist aber auch geschickt aufgebaut. In dem Moment, wo wir geboren werden, sind wir abhängig von unseren Eltern. Zudem kontrollieren sie die ersten Jahre alles in unserem Leben. Wir werden darauf konditioniert, sogenannten Autoritäts- oder Respektspersonen zu gehorchen. Dann kommen wir in die Schule. Dort gehorchen wir den Lehrern und danach im Job gehorchen wir den Chefs. Im Job kommt wieder die existenzielle Komponente hinzu, dadurch, dass wir unser Gehalt bekommen. Insofern haben Job und Familie Parallelen, die kaum jemandem bewusst sind. In meiner Arbeit betreten wir auf das Terrain der Jobwelt. Die Beziehungskonflikte, die jemand in seiner Familie hat, tauchen oft in abgewandelter Form an seinem Arbeitsplatz auf. Da werden Elternkonflikte mit Vorgesetzten neu belebt, Rangeleien mit Kollegen ähneln denen, die man mit seinen Geschwistern seit Jahren austrägt. Es ist verblüffend, zwischenmenschlich haben wir durch frühe Prägung gelernt, dass von uns ein bestimmtes Verhalten erwartet wird. Wenn wir den Erwartungen nicht entsprechen, dann hat das Folgen, je nach Erziehungsstil mehr oder minder Freiheits- und Entwicklungseinschränkende.
Wir sind vom Tag unserer Geburt an eingebunden in ein soziales Geflecht aus Erwartungen und Beziehungen. Diese geben Halt und Sicherheit, sorgen für Spaß und Abwechslung, halten uns aber auch durch ungeschriebene und oft undurchsichtige Erwartungen in einer Position, mit der sich alle Beteiligten in dem Netzwerk sicher fühlen. Es fühlt sich sicher an, weil es einem vertraut ist. Leider wird dem Gefühl von Sicherheit mehr Gewicht beigemessen, als dem Gefühl von Freude und Authentizität. Wer Erwartungen verletzt, wird in irgendeiner Form sanktioniert. Das ist zwar sehr vereinfacht dargestellt, aber das hier soll keine Arbeit über soziale Prägungen und Systeme werden, sondern kurz bewusst machen, dass es diese Einflüsse in deinem Leben gibt. Ich plädiere nur nicht für den kompletten Bruch mit allen Beziehungen, ganz und gar nicht. Denn auch wenn mancher behauptet, Freiheit über alles zu schätzen, so schätzen die meisten die Verbundenheit mit anderen Menschen ebenso sehr. Schon deshalb, weil wir tatsächlich alle verbunden sind. Das geht so weit, dass Menschen ihre Seelensehnsüchte verleugnen, nur um nicht aus dem Verbund ausgeschlossen zu werden. Die Angst, alleine zu sein, hat so lange Macht über dich, wie du nicht erkennst, dass du niemals wirklich alleine bist. Was die meisten in der Regel ganz und gar nicht schätzen, ist, wenn jemand versucht, ihnen ihr Licht wegzunehmen. Man kann mit einem Menschen tagelang zusammenglucken, wenn jeder der beiden so sein kann, wie es seinem innersten Wesen entspricht, dann sind beide sehr viel freier als zwei, die sich gegenseitig emotional unter Druck setzen und dabei eine Fernbeziehung führen. Verwechsle räumlichen Abstand nicht mit innerer Freiheit. Wenn jemand dich als egoistisch beschimpft, weil du nicht tust, was er oder sie von dir erwartet, dann sieht diese Person dich als die Quelle ihres Glücks an. Dir wird von der Person die Verantwortung aufgebürdet, ihr etwas zu geben, was sie sich selbst nicht geben kann oder nicht geben will. In den meisten Fällen haben die Menschen noch gar keine Ahnung davon, dass der Versuch, etwas von einer anderen Person zu bekommen, was sie nicht freiwillig geben will, völlig sinnlos ist. Wenn du dich nicht kontrollieren und erpressen lässt, kann es sein, dass das bei der anderen Person sehr viel Wut und Hilflosigkeit auslöst. Das ist sogar mehr als wahrscheinlich. Wie aber schon besprochen, liegt die Wurzel der schlechten Gefühle hier wieder darin, dass die Person etwas Schlechtes über sich selbst denkt und damit leider noch an eine Lüge glaubt. Um den Schmerz nicht zu fühlen, projiziert die Person diese Gefühle auf dich und macht dich verantwortlich dafür. Du kannst zwar Auslöser für die schlechten Gefühle anderer Menschen sein, aber niemals die Ursache. Denn die Ursache liegt immer in der Person selbst, in ihrer eigenen Prägung und Seelenstruktur. Im Sinne der Verbundenheit ist es einem in der Regel von selbst ein Bedürfnis, dass sich nahestehende Menschen wohl in der Beziehung zu einem fühlen. Es geht einem selbst oft ebenso an die Nieren, wenn man solch einen emotionalen Ausbruch miterlebt. Wenn aber klärende Gespräche und für beide Seiten akzeptable Kompromisse nicht zu einer echten Beilegung des Konfliktes führen, dann ist es dein gutes Recht, nicht gegen ein Wesen zu handeln. Ich sage immer, Menschen, die nicht im Reinen mit sich sind, sind eine Plage für ihre Umwelt. Das sage ich in dem Wissen, wie ich selbst war, als es mir schlecht ging. Ich war empfindlich und bin bei jedem bisschen in Tränen ausgebrochen. Ich war latent aggressiv und immer gegen den Strich gebürstet. Ich habe die harmlosesten Bemerkungen als Angriff auf meine Person gedeutet. Das war für meine Freunde und Familie bestimmt eine harte Zeit. Natürlich kann man Mitgefühl mit Menschen haben, die mit sich selbst hadern, aber man darf sich von ihnen nicht das Licht nehmen oder sich manipulieren und erpressen lassen. Besonders deutlich werden diese Taktiken, wenn ein Partner eifersüchtig ist. Eifersucht hat in Massen eine beziehungsschützende Funktion und ist durchaus sinnvoll. Wenn jedoch die Eifersucht durch nichts zu beruhigen ist und der Partner ständig innerlich unter Spannung steht und nach Zuwendung und Kontrolle verlangt, dann darf man erwägen, die Beziehung zu verlassen, wenn die Person nicht bereit ist, die eigene Seele zu heilen. Alles ist Energie, aber vielleicht ist dir noch nicht bewusst genug, dass deine Aufmerksamkeit auch Energie ist, die du schützen musst. Energie ist die Währung, um die sich alles auf der Erde dreht. Energie ist unser Lebenselixier, denn wir sind daraus gemacht. Nun vertreten manche die Auffassung, dass die kosmische Energie nicht erschöpfbar ist, sondern sich lediglich umwandelt. Das ist richtig, verleitet jedoch viele Menschen zu dem falschen Umkehrschluss, dass auch ihre eigene Energie unerschöpflich sei. Wäre das der Fall und wir müssten uns Energie nicht ständig in Form von Nahrung, Aufmerksamkeit,
Streicheleinheiten und Erfolgserlebnissen zuführen, dann würden sich Babys ohne Körperkontakt und Ansprache gesund und prächtig entwickeln. Wir könnten ohne Pause für einen Hungerlohn und ohne Anerkennung, glücklich und zufrieden unser Arbeitsleben bestreiten. Das klappt aber nicht, Babys sterben und wir bekommen Burnout, Stichwort Gratifikationskrise. Alles muss fließen, die Energie, die wir verausgaben, müssen wir zurückbekommen. Wenn du anfängst, das Licht in dir wahrzunehmen, wirst du automatisch darauf achten, dass du genug Energie zur Verfügung hast. Die Energie, die durch Aufmerksamkeit abgezogen oder aufgebaut werden kann, wird von den meisten dramatisch unterschätzt. In den letzten Jahren ist dieses Phänomen besonders in Beziehungen deutlich geworden. Die modernen Kommunikationskanäle wie WhatsApp, Tinder, Online-Dating-Plattformen etc. ermöglichen es, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, ohne dafür adäquat Aufmerksamkeit oder eine andere Form der Energie zurückzugeben. Wenn du mit einer Person über einen längeren Zeitraum cuttest und diese Person persönliche Treffen wiederholt absagt oder hinauszögert, ist es sehr wahrscheinlich, dass du nur dazu benutzt wirst, um Aufmerksamkeit von dir zu bekommen. Solange du dich dabei gut fühlst, weil du die gleiche Menge an Aufmerksamkeit zurückbekommst, ist gegen unverbindliche Flirtchats überhaupt nichts einzuwenden. Ist doch super, wenn man Spaß mit jemandem haben kann. Wenn du aber anfängst, darüber nachzugrübeln, warum er oder sie nicht zurückgeschrieben hat und die Menge an Zeit, die du mit Grübeln verbringst, in keinem Verhältnis zum Status eurer Beziehung im echten Leben steht, dann läuft etwas schief. Du musst dein Licht vor diesen Aufmerksamkeitsräubern schützen. Lass dich nicht als Ego-Politur missbrauchen. Werbung ist sowieso einer der größten Aufmerksamkeitsräuber. In dieser Branche wird Aufmerksamkeit schon seit Ewigkeiten mit hartem Cash aufgewogen. Der gute alte TKP-Tausender-Kontaktpreis gibt dir das nicht zu denken, dass jemand für deine Aufmerksamkeit bezahlt? Es ist nicht grundsätzlich schlecht, denn manchmal findet man so Lösungen für Probleme oder wirklich lebensverändernde tolle Produkte. Achte jedoch darauf, nicht wahllos jeden Werbespot zu konsumieren. Schalte um oder aus und lass dich nicht einfach berieseln. Deine Aufmerksamkeit wird durch Emotionen in Richtung der angebotenen Produkte gelenkt. Die Werber haben verstanden, dass der Mensch dem guten Gefühl folgt. Hinterfrage beim Anblick der betörenden Anzeige für den fabelhaften roten Lippenstift, was der Anblick des Motivs in dir auslöst. Ebenso schau dir mal nur zum Spaß an, womit die Spots die Produkte verknüpfen: Chips mit fröhlichen Freunden, Shampoo für Frauen mit Männern, die halbnackt im Haus herumspazieren, Katzenfutter mit einer Prominenten, die in ihrem geräumigen Domizil im Seidennegligé auf ihre Couch gegossen die teure Rassekatze füttert. Noch Fragen? Die Energie, die du beim unbedachten Verpulvern deiner Aufmerksamkeit einbüßt, fehlt in deinem Leben, um die wichtigen Dinge umzusetzen und aufzubauen. Investiere deine Energie so wenig wie möglich in Wannweh bzw. Konsumaktivitäten. Wäge vorher ab, ob du dich hinterher besser fühlen wirst oder ob du einfach nur die Zeit totschlagen bzw. vor schlechten Gedanken fliehen wolltest. Eskapismus. Weiterhin schützt du dein Licht, indem du darauf achtest, wie du dich fühlst und konsequent alles vermeidest, was dich herunterzieht. Ich zum Beispiel lese, höre und gucke schon seit Jahren keine Nachrichten mehr. Die wirklich wichtigen Informationen erreichen mich trotzdem immer. Ich gucke keine gewalttätigen Filme, weil ich mich dabei körperlich zusammenziehe. Was ich aber sehr wohl mag, sind Marvel-Comic-Verfilmungen, in denen es ordentlich kracht. Es gibt kein Patentrezept hierfür, du musst ausprobieren, was dein Ding ist und dann zu es. Kümmere dich nicht darum, was andere sagen. Wundere dich mit dieser neuen Art zu leben nicht, wenn auf einmal Menschen aggressiv auf dich reagieren. Sobald dein Licht mehr und mehr leuchtet, wirst du sichtbarer und deine Energie kann einigen Leuten ganz schön auf den Keks gehen. Sieh es so, wenn es dir schlecht geht, ist bestimmt das Letzte, was du gebrauchen kannst, jemand mit notorisch guter Laune, oder, das liegt daran, dass eure Frequenzen dann auf entgegengesetzten Enden des Spektrums liegen. Ihr seid nicht auf einer Wellenlänge. Es gibt hierbei zwei Möglichkeiten. Die niedrigere Frequenz gleicht sich der höheren an, das geht aber nur, wenn sie es zulässt oder die höhere wird runtergezogen, was keine Option ist. Daher auch der Spruch, wir sind einfach nicht auf einer Wellenlänge. Das Schöne dabei ist, es ist keiner schuld daran. Was nicht ist, ist einfach nicht und gut ist.
dann passt es eben nicht oder vielleicht auch nicht mehr. Dem liegt zugrunde, dass eine höhere Schwingungsfrequenz den positiven Gefühlen und dem höheren Bewusstseinszustand zugeordnet ist, die niedrigere Frequenz, den schlechten Gefühlen und einem eingeschränkten Bewusstseinszustand. Hier gilt, höher ist besser, und ganz hoch ist zu Hause. Du wirst bemerken, dass du neue Menschen in dein Leben ziehst, die zu deiner neuen Frequenz passen. Du wirst neue Freundschaften schließen, neue Geschäftskontakte knüpfen, andere Männer und Frauen kennenlernen, mit denen du vielleicht eine Beziehung haben möchtest. Solltest du in einer Partnerschaft sein, heißt das nicht zwangsläufig, dass ihr euch aufgrund deiner Entwicklung trennen werdet. Oft ziehen die Partner mit, wodurch sich die Beziehung ganz wesentlich verbessert. Heißt das nun, dass du mit niemandem mehr über seine Probleme reden darfst? Natürlich nicht. Für jemanden da zu sein, fühlt sich definitiv gut an, also ist es selbst, wenn das Thema negativ ist, völlig in Ordnung, solange du in deiner positiven Frequenz bleibst und dich nicht emotional und energetisch runterziehen lässt. Dafür kannst du einen Trick anwenden. Sieh immer das Licht im anderen. Wenn du den anderen nicht als furchtbar hilflos und bedauernswert ansiehst, sondern in deinem Inneren die Vision von der Person hältst, wie sie zu ihrer Stärke findet, das Problem schließlich anpacken und lösen wird, tust du euch beiden den größten Gefallen damit. Leider gibt es aber immer wieder Personen, die trotz aller Unterstützung nicht so weit sind und den Zugang zur eigenen Kraft noch nicht finden können. Du merkst es daran, dass es anfängt, dich zu nerven und die Gespräche dich auslaugen. Dann musst du konsequent zu deiner Wahrheit stehen. Nutze dazu den nächsten Tipp, Wahrheit und Liebe. Als ich meine erste Coaching-Ausbildung zum integralen Life- und Business-Coach absolvierte, hatten wir auch einen Blog, der sich mit Werten beschäftigte. Also, alles, was einem am wichtigsten ist im Leben. Werte sind eine unglaublich nützliche Sache. Wenn man sich seiner wichtigsten Werte bewusst ist, kann man problemlos alle seine Entscheidungen daran ausrichten. Wir trugen unsere Werte auf Kärtchen geschrieben zusammen und sammelten jeder eine erkleckliche List von 20 bis 30 Positionen. Nun ging es daran, diese zu Gruppen zusammenzufassen und immer weiter zu verdichteten. Wer sich damit auskennt, wird ahnen, dass wir Sekundärwerte zu Primarwerten verdichteten. Das alles haben wir, jeder für sich im Raum, auf dem Boden ausgelegt. Als ich mir im Stehen meine Sammlung betrachtete, traf es mich, wie ein Blitz. Ich brauche eine zusätzliche Ebene über den Karten und dort stehen nur Liebe und Wahrheit. Den Rest kann ich dann eigentlich vergessen, diese beiden erfassen alles, was da liegt. Diese Entdeckung trage ich seitdem im Herzen, Liebe und Wahrheit. An nichts anderem muss ich meine Entscheidungen ausrichten. Ist das einfach? Nein, natürlich nicht. Gelingt es mir immer daran zu denken? Nein, natürlich auch nicht. Wenn die Welt ausschließlich mit freundlichen Menschen besiedelt wäre, dann wahrscheinlich. Aber es ist immer wieder eine bewusste Entscheidung, meine Wahrheit zu leben, auch wenn es erst einmal danach aussieht, als wenn mir das ganz handfeste Nachteile bringen könnte. Aber die Leitplanke der guten Gefühle hat diese Art Entscheidungen zu treffen, doch wesentlich vereinfacht. Die Sache mit den guten Gefühlen habe ich aber erst später entdeckt. Bis dahin war ich hauptsächlich von meinem Verstand gesteuert und der hat mich nicht davor bewahren können, krank zu werden. Der Verstand mag eine sehr feine Sache sein, doch wer sein Gefühl ignoriert, wird Schiffbruch erleiden. Wenn du nach Liebe und Wahrheit lebst, schützt du automatisch dein Licht. Die Wahrheit sorgt dafür, dass du ehrlich zu dir selbst und anderen bist. Viele Probleme tauchen nur deshalb auf, weil man sich selbst belogen hat und damit ins Schlingern geraten ist. Wenn du innerlich nicht klar bist, gerätst du leichter in Konflikte mit anderen Menschen. Du drückst dich BSPW nicht unmissverständlich genug aus oder lässt dir das Wort im Mund umdrehen. Insgesamt wird die gesamte Kommunikation schwammig und bietet zu viel Interpretationsspielraum. Oft ist man einfach nur zu faul, sofort für eine Klärung zu sorgen. Man hofft, dass alles gut gehen wird. Man möchte die Harmonie wahren. Hinterher hat man dann gleich doppelt Ärger. Oft merkt man nämlich, dass man sich mit der Vereinbarung nicht wohlfühlt und bereut es, nicht gleich den Mund aufgemacht zu haben. Nun muss man alles nochmal aufrollen und erklären, dass man sich geirrt hat. Daraufhin wird sich die andere Person natürlich belogen oder anderweitig getäuscht fühlen und mit Frust, Wut oder ähnlichem reagieren. Wenn du Liebe anwendest, dann steht hier die Liebe zu dir selbst im Vordergrund. Wenn du dich selbst liebst, dann nimmst du deine Bedürfnisse ernst. Das verleiht dir Mut.
Du würdest unter Berücksichtigung der Liebe dafür sorgen, dass du nicht in eine Situation gerätst, in der du nicht für dich gerade stehst. Das ist das sagenumwobene Selbstbewusstsein, nichts anderes. Du bist dir deines Wertes bewusst. Die Liebe zum anderen sorgt dafür, dass du ihn nicht als Feind betrachtest. So kannst du ruhig und freundlich bleiben. Das verhindert eine aggressiv aufgeladene Verteidigungshaltung. Die Diskussion bleibt ruhig und wird nicht emotional aufgeheizt. Das wäre ein grobes Gerüst für einen typischen Konflikt. Wenn wir das an einem handfesten Beispiel durchspielen wollen, dann nehmen wir einmal einen Beziehungskonflikt. Du lernst einen tollen Mann kennen und verliebst dich in ihn. Er ist mit seiner Karriere an einem Punkt, wo er das Gefühl hat, es geschafft zu haben und bereit ist, eine Familie zu gründen. Er nimmt sich viel Zeit für dich und ihr unternehmt tolle Sachen. Du warst nun eine Zeit lang Single und um dich herum bekommen immer mehr Freundinnen Kinder. Du genießt seine Aufmerksamkeit sehr und lässt dich mitreißen. Ihr zieht zusammen und er fängt an nachzuhaken, wann du denn nun endlich die Pille absetzen wirst. Du fühlst dich nun auf einmal unter Druck gesetzt und wirfst ihm vor, dich zu bedrängen. Sex findet kaum noch statt und die Stimmung schlägt um vom Rausch, dass sich einer so um dich bemüht, in das Gefühl, in der Falle zu sitzen. Wer macht hier den Fehler? Wärest du ehrlich zu dir selbst gewesen und hättest dir eingestanden, dass dir die Aufmerksamkeit gefehlt hat und du es total genossen hast, so umworben zu werden, du aber für die nächsten 3 Jahre überhaupt keine Pläne zum Thema Mutterschaft hast, weil du unbedingt noch dies und das vorher in aller Freiheit erleben möchtest, dann hättest du riskiert, dass er seine Bemühungen einstellt. Außerdem hättest du vor anderen rechtfertigen müssen, warum du immer noch nicht so weit bist. Um diesen Konflikten unbewusst aus dem Weg zu gehen, hast du dich selbst belogen und ihn dadurch mit auf einen falschen Kurs gebracht. Nun fühlst du dich unter Druck gesetzt, weil es gar nicht das ist, was dich wirklich glücklich machen würde. Die einzige Lösung besteht darin, a. deinem Partner die Schuld in die Schuhe zu schieben und ihn dafür verantwortlich zu machen, weil er dich bedrängt. Oder b. die Verantwortung zu übernehmen, zu deiner Wahrheit zu stehen und seine Reaktion auszuhalten. Wenn du Glück hast, hat er sich selbst auch belogen oder ist zumindest nicht allzu festgefahren und würdigt deine Ehrlichkeit. Wenn du Pech hast, seid ihr aktuell nicht auf einer Wellenlänge. Letztendlich gibt es hier keine falsche Lösung, denn egal, wie es ausgeht, wenn du zu deiner Wahrheit gestanden hast und das dann auch noch mit Liebe kommuniziert hast, sprich du hast Variante B gewählt, dann kannst du mit Frieden im Herzen akzeptieren, wie es ist. Mit Liebe und Wahrheit gibt es natürlich immer noch Kompromisse, aber keine faulen. Wenn du dich mit anderen Menschen einigst, dann so, dass ihr euch beide gut fühlt. Du wirst dich nicht mehr gut fühlen, wenn du von anderen etwas nimmst, was sie dir unter Kenntnis deiner Wahrheit nicht gegeben hätten. Ebenso wirst du nichts mehr geben, nur um nicht zu deiner Wahrheit stehen zu müssen und den Konflikt zu vermeiden. Wer sich seines Selbst bewusst ist, sprich um das Licht in sich weiß und seine Position hier auf der Erde für sich klar hat, der steht zu dem, was und wie er ist. Der ist mit sich im Reinen und fühlt sich nicht mehr von anderen unter Druck gesetzt, weil er es einfach nicht mehr zulässt, sich schlecht zu fühlen. Das ist der ganze Zauber von echtem Selbstbewusstsein. Deshalb ist Selbstbewusstsein eine der am meisten angestrebten Charaktereigenschaften. Kaum etwas ruft mehr Neid und Bewunderung hervor, wobei selbstbewusste Menschen gegen beides immun sind, denn sie können andere so sein lassen, wie sie sind und hervorragend damit leben, wenn sich Menschen auf einer anderen Wellenlänge befinden. So, wie sie sich nicht verbiegen lassen, haben sie auch keine Freude daran, andere zu verbiegen. Sie leben ihre Wahrheit und respektieren ebenso die Wahrheit anderer. Die Liebe verhindert es, anderen Vorwürfe zu machen. Selbstbewusste Menschen lassen sich nicht verbiegen und haben ebenfalls keine Freude daran, andere zu verbiegen. So fühlt sich Heilung an. Heilung fühlt sich genau wie echte Liebe, total unspektakulär an. Genau, wie Liebe, die nicht ständig von Sehnsucht, Eifersucht und euphorischen Erhebungsgefühlen durchgeschüttelt wird, sondern eine tiefe, sichere Basis hat, sich fast nach nichts anfühlt, so fühlen sich der tiefe Frieden, die Ruhe und innere Sicherheit auch fast nach nichts an. Der Ausdruck in sich ruhen trifft es genau, da ist dann tatsächlich endlich mal Ruhe. Ruhe in den Gedanken und in den Gefühlen. Man verbringt nicht ständig seine Zeit damit, zu analysieren, was irgendwer wohl wirklich gemeint hat, ob man alles richtig gemacht hat und wie es wohl weitergehen wird.
Man stellt sich nicht mehr ständig in Frage und schwankt zwischen Entscheidungen hin und her. Man steht für sich ein und lässt sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Dabei rechtfertigt man sich nicht und macht anderen keine Vorwürfe. Man wirft seine Perlen nicht mehr vor die Säue und rackert sich in einem Umfeld ab, in dem man sich auslaugt und krank wird. Dadurch gibt es auch kaum noch Situationen, über die man jammern und klagen könnte. Wo diese Ruhe ist, kann natürlich nicht zeitgleich Stress sein. Damit fallen obendrein sämtliche Begleiterscheinungen von Stress weg, die zu stressbedingten Krankheiten führen. Durch die Abwesenheit von ständigem Stress wirst du nun sehr viel mehr Energie und Elan zur Verfügung haben und dich sehr viel jünger und fitter fühlen. Endlich sind wieder Reserven da, die es dir ermöglichen, nicht nur zwischen Job und Verpflichtungen zu existieren, sondern du kannst wieder aufleben und längst verschüttete Talente pflegen. Es wäre in dieser Phase günstig, wenn du dich damit beschäftigst, was dich wirklich glücklich macht. Es könnte sonst passieren, dass die überschüssige Energie dir unheimlich wird, weil du sie nicht sinnvoll nutzen kannst. Das kann sich übergangsweise in einer Art innerer Unruhe und Rastlosigkeit bemerkbar machen. Erfahrungsgemäß findet sich deine Berufung allerdings in recht kurzer Zeit. Deine Seele weiß schließlich, warum sie hier ist. Die Anforderungen des Alltags bleiben zwar größtenteils bestehen, solange du sie nicht umorganisierst, aber sie fühlen sich nicht mehr so belastend an. Zudem wirst du tatsächlich anfangen, dein Leben umzuorganisieren. Im Zuge der Heilung deiner Seele wirst du bemerken, dass Ordnung in dein Leben Einzug hält. Deine Gedanken werden geradliniger, deine Umgebung wird ordentlicher und Konflikte lösen sich. Manchmal kann das kurzfristig zu einer Erstverschlimmerung führen. In dieser Phase brechen kurzzeitig nicht dienliche Strukturen auf, um sich neu zu sortieren. Wenn du das bemerkst, dann folge einfach weiterhin dem guten Gefühl und frage dich bei Entscheidungen: Tue ich das aus Angst oder aus Liebe? Leben ist Veränderung. Versuche nicht festzuhalten, sonst störst du den Fluss. Wenn du erst einmal eine Ahnung davon bekommen hast, wie gut man sich fühlen kann und wie die Dinge endlich funktionieren, weil so viel mehr Positives in dein Leben kommt, dann wirst du die Latte für deine persönliche Zufriedenheit mit der Zeit immer höher legen und immer gelassener auf Veränderungen reagieren. Denn du weißt, dass Altes gehen muss, damit Neues zu dir kommen kann. Der falsche Plan: Diese Ruhe stellt sich ein, weil man endlich keinen Widerstand mehr dagegen leistet, wie die Dinge sind. Man hat seinen falschen Plan aufgegeben und akzeptiert die Dinge so, wie sie sind. Der falsche Plan ist die Annahme, dass man wissen könne, wie sich die Dinge entwickeln sollten. Heute mehr denn je gibt es keinen Einheitslebenslauf mehr, dem man zusammen mit der breiten Masse folgen könnte. Im Grunde genommen gab es den nie wirklich, denn viele Ehen waren nie so glücklich, wie es nach außen hin schien. Immer häufiger wird offen darüber gesprochen, dass der Mann oder die Frau doch gleichgeschlechtlich orientiert war und in der Ehe gar nicht das stattgefunden hat, was beide glücklich gemacht hätte. Oder es kommt heraus, dass die Frau nie über ihr eigenes Geld verfügt hat, um nicht zu unabhängig zu erscheinen. Viele Menschen sind früher dem falschen Plan gefolgt und haben nicht zu ihren echten Wünschen und Bedürfnissen gestanden. Immer dann, wenn der Plan für dein Leben dich nicht wirklich glücklich macht und du ihm folgst, weil du denkst, du müsstest irgendjemand etwas beweisen, du denkst, du seist sonst nicht gut genug, deine finanzielle Sicherheit hinge davon ab oder dich das Gefühl beschleicht, dass deine Eltern es missbilligen würden, wenn du nicht ihren Empfehlungen oder Wünschen folgst, dann ist der Plan falsch. Wenn du akzeptierst, dass du so, wie du bist, richtig bist und dass das, was du tust, in erster Linie dich glücklich und zufrieden machen muss, dann wird es ruhig in dir der größere Plan. Es gibt zu dem Plan, den du dir machst, noch einen, von dem keiner weiß, wie er genau läuft. Deine Seele entscheidet sich vor deiner Geburt für bestimmte Erfahrungen. Mit deiner Ankunft auf der Erde wird jedoch der Schleier des Vergessens darüber gebreitet. Das sind die kleinen und großen Herausforderungen, die dich kurz wütend, traurig oder sonst wie uneins mit dir werden lassen. Da hilft es, sich klar zu machen, dass man, sobald man in den Widerstand zu den Dingen geht, wie sie sind, sich vom Fluss des Lebens abtrennt. Und dann wird es meistens erst richtig anstrengend. Du musst versuchen, dein gutes Gefühl aufrecht zu erhalten, auch und vor allem dann, wenn um dich die Hölle loszubrechen scheint. In diesen Situationen gibt es immer etwas zu lernen. Das gehört zum Spiel hier auf der Erde dazu. Lerne und wachse. Nutze die Erkenntnis über das,
Was sich nicht gut anfühlt, um dem näher zu kommen, was sich gut anfühlt. Das Universum expandiert von Anbeginn bis in alle Ewigkeit. Expansion und Wachstum sind natürlich, davon bist du nicht ausgenommen, wobei Wachstum streckenweise unbequem sein kann, weil Neues ungewohnt ist. Wenn das schlechte Gefühl nicht dadurch verschwindet, dass du dich auf die positiven Seiten konzentrierst, dann suche eine Lösung, um die Blockade aufzulösen. Das schlechte Gefühl ist eine Lüge und hilft dir dabei, die Wahrheit zu entdecken. Welche Wahrheiten du entdecken sollst, dafür gibt es einen eigenen Plan, den du aber hier auf der Erde nicht kennen kannst. Das ist hier deine Aufgabe, deine Lerngeschenke alle auszupacken, dich dem Plan zu widersetzen, indem du am schlechten Gefühl festhältst, verlängert das Elend nur unnötig. Ich habe die fantastische Entdeckung gemacht, dass ich jedes Mal, wenn ich ein Problem hatte, was mich furchtbar aufgeregt hat, das damit verbundene schlechte Gefühl umwandeln konnte. Daraufhin verschwand das Problem ein für allemal. Es ist, als ob da oben jemand einen Haken an die Lektion macht. Das ist ein ungemein effizienter Umgang mit schlechten Gefühlen. Nicht lange darüber brüten und sich die Laune verderben lassen. Überlegen, was denke ich Schlechtes über mich, wie fühlt sich das im Körper an und auflösen. Am Ende steht immer ein neutraler bis positiver Gedanke über sich selbst. Ich mag nebenbei bemerkt auch besonders gern die Methode The Work von Byron Katie, die letztendlich auch ihre Wirkung dadurch entfaltet, dass die Lüge der Überprüfung durch die vier Fragen nicht standhalten kann. Die Wahrheit fühlt sich immer besser an. Die Wahrheit fühlt sich immer gut an. Was Heilung nicht ist. Heilung ist nicht die völlige Abwesenheit von schlechten Gefühlen und es bedeutet auch nicht, von nun an wunschlos glücklich und kerngesund zu sein. Heilung ist der Prozess, den Weg zurück nach Hause zu finden. Dafür brauchen wir die schlechten Gefühle als Wegweiser, wo es nicht lang geht, die guten Gefühle als Signal, dass wir unserer Essenz entsprechend leben und unsere Wünsche, um mehr zu werden und bei der Expansion des Universums mitzuwirken. Heilsein an sich, ist ein Zustand ohne Zeit und Grenzen. Es ist der Zustand des reinen Lichts und der ist auf der Erde im menschlichen Körper, leider nicht erreichbar. Denn das Ziel des Spiels ist, komme so nah es geht, an diesen Zustand heran. Deshalb geht es auch immer weiter. Heilung ist nie fertig. Eine Zeit lang dachte ich, der Punkt müsste doch nun endlich mal kommen, an dem ich fertig bin, wo ich gar kein schlechtes Gefühl mehr spüren und wunschlos glücklich sein würde. Weit gefehlt. Es geht immer weiter in immer höhere Ebenen, und deine Bereitschaft, dich schlecht zu fühlen, nimmt dabei stetig ab. Was bedeutet das für die Heilung von Liebeskummer? Ganz einfach, du wirst erkennen, dass du der Fähigkeit, Leid zu ertragen, nichts mehr abgewinnen kannst. Es steckt nichts Heldenhaftes mehr darin, größeres Leid und Unrecht auszuhalten als andere. Anerkennung und Mitleid für seinen Schmerz zu bekommen verliert gänzlich an Reiz, wenn man einmal von dem süßen Gefühl der Freiheit von Leid gekostet hat. In diesem Zustand bist du selbstbewusst und wirst nicht mehr bereit sein, dich zu verbiegen oder andere verbiegen zu wollen. Du bist selig und nimmst das Leben so an, wie es ist. Dein Kämpfen, um etwas, was gerade nicht ist, hat endlich ein Ende. Die Urteile anderer über dich und deine vorhandene oder nicht vorhandene Beziehung rütteln nicht mehr an deinem Selbstwertgefühl. Du weißt, dass du gut und richtig bist, ob mit oder ohne Partner. Du bist frei davon, von anderen Menschen etwas zu wollen, was sie dir nicht geben können. Du versuchst nichts zu beweisen, sondern wendest dich den Menschen zu, die auf einer Wellenlänge mit dir liegen. Diese Freiheit ist die einzig wahre, denn sie lässt das, was du bist, voll und ganz zutage treten. Lass dein Licht leuchten. Alles Liebe, deine Christina. Anhang, Glaubenssätze zur Überprüfung für dich. Hier findest du Listen mit Glaubenssätzen bzw. Ich-Kognitionen. Sie sollen dir helfen, leichter herauszufinden, was du in einer problematischen Situation über dich denkst und herauszufinden, was eine bessere Alternative wäre. Denn wie du inzwischen weißt, sind jegliche negativen Gedanken über dich eine Lüge. Sie entsprechen nicht der Wahrheit über deine Essenz, die immer gut ist. Mit ein bisschen Übung wirst du auch ohne diese Liste im Handumdrehen herausfinden, welcher Gedanke über dich die Ursache für dein schlechtes Gefühl ist. Und wie es so schön heißt, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Übrigens, in meinem Do-It-Yourself-Audiokurs gegen Liebeskummer, Ladies Only, gebe ich dir alles an die Hand, was du benötigst, um dich von diesen Sätzen zu befreien. Du kannst ihn auf meiner Webseite sofort herunterladen und beginnen, wenn du möchtest, Glaubenssätze,
die Beziehungen schaden. Ich muss immer geben, ich muss die Bedürfnisse anderer über meine eigenen stellen, ich muss Schaden von meinem Partner fernhalten, ich muss meinen Partner immer unterstützen, ich darf nicht so empfindlich sein, ich bin selbst schuld, wenn man mich so behandelt, ich werde es wohl verdient haben, wenn man mich so behandelt, ich muss alles alleine schaffen, ich muss alles mit mir selbst klären, wie es drinnen aussieht, geht keinen etwas an, wenn man zu sehr liebt. Wird man verletzt, ich darf nicht abhängig sein werden, ich muss immer für mich selbst sorgen können, ich darf dem anderen das nicht zumuten, ich darf keine Schwäche zeigen, ich bin für das Glück der anderen verantwortlich, ich darf andere nicht überfordern, wer sich selbst wichtig nimmt, ist egoistisch ein schlechter Mensch, ich muss immer nett sein, ich darf mich nicht streiten, ich muss immer für Harmonie sorgen, wenn ich anderer Meinung bin, werde ich nicht mehr geliebt, ich muss gefallen, man muss bedingungslos vertrauen, ich muss mir die Liebe verdienen, Glaubenssätze, die allgemein stressig sind, ich verdiene keine Liebe, ich bin ein schlechter Mensch, ich bin schrecklich, ich bin wertlos, ich bin nutzlos, ich bin eine Belastung. Ein Last, ich muss mich schämen, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht gut genug, ich verdiene nur Schlechtes, ich verdiene, dass es mir schlecht geht, ich bin nicht vertrauenswürdig, ich kann mir selbst nicht trauen, ich kann keinen Erfolg haben, ich habe die Kontrolle verloren, ich bin hilflos, ich bin schwach, ich verdiene den Tod, ich kann nicht kriegen, was ich will, ich bin ein Versager, ich muss perfekt sein, ich darf keine Fehler machen, es war, ist meine Schuld, ich werde mich davon nie erholen, ich bin hässlich, mit mir stimmt etwas nicht, ich bin ausgeliefert, ich kann mich nicht schützen, ich bin dumm, ich bin unwichtig, ich bin eine Enttäuschung, wenn ich mich gut fühle, dann bin ich nicht echt, Glaubenssätze, die Beziehungen fördern, ich darf haben, ich bin wertvoll, ich darf etwas wollen, ich darf Bedürfnisse äußern und haben, ich darf um Hilfe bitten, ich darf Hilfe annehmen, ich darf Grenzen setzen, ich darf konsequent sein, ich darf selbstbewusst sein, Handeln, Auftreten, schwache Momente sind menschlich, ich darf Erfolg haben, erfolgreich sein, als Paar darf man sich auch streiten, ich darf mich angemessen verteidigen, Glaubenssätze, die Kraft und Ruhe fördern, ich verdiene Liebe, ich bin ein guter Mensch, ich bin in Ordnung, so wie ich bin wertvoll, ich bin ehrenwert, ich bin eine Bereicherung, ich bin lebenswert, ich bin gut genug, ich verdiene Gutes, ich bin vertrauenswürdig, ich kann lernen, mir selbst zu trauen, ich kann meinem Urteil trauen, ich kann erfolgreich sein, ich habe jetzt die Kontrolle, ich habe jetzt Wahlmöglichkeiten, ich bin stark, ich kann lernen, für mich zu sorgen, ich kann daraus lernen, ich bin wichtig, ich bin in Ordnung, so wie ich bin, ich verdiene es zu leben, ich verdiene, dass es mir gut geht, es darf mir besser gehen als anderen, ich kann es schaffen, ich kann ich selbst sein, ich darf Fehler machen, ich habe getan, was ich konnte, ich bin hübsch genug, ich bin in Ordnung, jeder schlechte Gedanke über dich ist eine Lüge, über das, was wahr ist,